Ja, Prost, ne? Wieder vollkommen gut vorbereitet. Ja. Wie war das nochmal? Was war nochmal unser Motto? Unser Konzept ist ja die Konzeptlosigkeit. Genau. Und diesmal vollkommen unvorbereitet. Wie eh und je. Gehen wir die Anträge durch, oder? Genau, wir sind bei der Brandung, Folge 8. Brandung. Wir haben bald ein Jubiläum, und zwar die 10. Folge, aber noch nicht. Nee, das ist ja noch. Aber es kommt drauf an, wie viele Folgen wir heute machen. Genau, wir versuchen so schnell wie möglich den ganzen Kram rauszuschmeißen. Wir haben einen gewissen Teil an Anträgen schon durchgearbeitet, wollen im Prinzip alle Anträge noch fertig machen und da irgendwie kurz alle vorstellen. Aber wir werden das schon mal möglichst zeitnah releasen. Mhm. Und das heißt, wir werden also so den ersten Teil in die Post-Production geben, während wir den zweiten Teil aufnehmen und vielleicht den dritten Teil, je nachdem, wie weit wir kommen, morgen aufnehmen oder so, mal gucken. Aber auf jeden Fall so, dass wir es doch noch irgendwie schaffen, in den nächsten, ja, eigentlich möglichst heute den ersten Teil schon zu veröffentlichen und vielleicht die nächsten Teile dann auch. Schauen wir mal, inwieweit so Dropbox das zulässt. Genau, nachdem wir es ja gestern nicht geschafft haben, dass wir die Aufnahme machen und die dann auch noch live streamen, machen wir das jetzt wieder Old-Style. Genau. Aber ich glaube, bei dem nächsten Podcast könnten wir es dann mal versuchen mit dem Live. Ja, auf jeden Fall, das wäre schon mal ganz cool. Also das wäre wirklich witzig. Wenn wir nicht gerade draußen sitzen. Ja. 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 Wir sitzen heute ausnahmsweise mal bei Torben. Das erste Mal. Stimmt. Gucken. Könnte ja auch öfter mal vorkommen. Na klar. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie der Raumton so ist. Ich weiß gar nicht, ob das halt. Die Nebengeräusche, die dort sind, die Innenstadtgeräusche. Die Stadtgeräusche. Wir haben die Fenster offen. Potsdamer, ja. Stadtgeräusche. Aber, ja, der Landesparteitag steht vor der Tür. Genau. Und, Sonntag ist es soweit. Samstag. Am Samstag ist es schon soweit, aber gut, wir werden ja erstmal den Vorstand wählen und dann werden wir die Anträge machen. Genau. Ich schätze mal, dass wir den Samstag brauchen werden für den Vorstand. Und wobei, wir haben ja einen am Sonntag Ruf zu verlieren. Ja, naja, Vorstandswahlen ist schon noch ein bisschen anders. Mhm. Ja, mal gucken. Aber dazu wollen wir, wollen wir gar nicht drüber reden. Nein. Wir wollen da keine Leute irgendwie hypen oder so. Das machen wir dann vielleicht, wenn die Aufstellungsversammlung irgendwie näher rücken. Genau. Dann können wir sagen, der geht ja gar nicht. Ja, genau. So, aber heute ist wieder mal Antrags-Podcast. Ja, Antrags. Oder die, ja. Und wir wollen einfach, wie beim letzten Mal, die Anträge durchgehen, ein bisschen kurz vorstellen und so unsere Gedanken dazu sagen. Wie gesagt, es ist alles sehr subjektiv, weil es sind halt unsere Ideen, macht euch eigene Gedanken dazu, aber zumindest haut's uns um die Ohren, wenn wir Quatsch labern. Genau. Ja, wollen wir das Antragsbuch der Reihe nach durchgehen? Ich weiß nicht, wie hast du es da? Also ich habe in meinem Pad einen Satzungsänderungsantrag reingepackt und bin dann im Prinzip zu den Programmanträgen gegangen, so wie sie in der Reihenfolge im Wiki aufgelistet waren. In der Antragsfabrik. Wie im Wiki, ja? Genau, also ich habe oben links den Satzungsantrag und dann bin ich die Programmanträge und die sonstigen Anträge habe ich bis jetzt erstmal übersprungen. Ja, ich habe das auch so wie im Wiki gelesen. Daher wäre ich dafür, dass wir das so machen, wie es in der Reihenfolge im Wiki ist. Gut, dann fangen wir an. Satzungsänderungsantrag SA001, Gewährung von Gehör. Den habe ich nicht gelesen, weil ich habe nur die Programmanträge gelesen, aber du anscheinend. Die Satzung soll dahingehend geändert werden, dass der Vorstand einem Mitglied vor dem Beschluss einer Ordnungsmaßnahme eine Anhörung gewähren muss. Ja, und da kann ich nicht viel mehr sagen, außer ja, warum nicht? Also, wir hatten ja jetzt gerade eine Ordnungsmaßnahme gehabt letztens und ich weiß nicht, inwieweit da Gehör gewährt wurde oder nicht, inwieweit er angehört wurde oder nicht. Finde ich jetzt nicht, also wirkt für mich jetzt nicht schlimm. Also, nein, im Gegenteil, finde ich okay. Nö, denke ich auch, finde ich auch richtig. Vernünftig, wenn man den mal
die Positionen darlegen lässt. Wie du. Ja. Ja. Klar, sehe ich, glaube ich, ganz ähnlich. Ja, wollen wir dann einfach fix weiter. Genau. Programmanträge? WP001, sachliche Grundlage für Waffenrecht. Ich hatte mich ja mit, wie heißt denn, The Bug? Auf Twitter immer mal gefetzt, oder ich habe ihn immer so ein bisschen getrollt, weil ich ja eigentlich so, Waffen ist für mich dann so ein No-Go-Thema, also ich finde Waffen halt irgendwie doof, weil wegen per Definition so zum Töten und Verletzen und so gemacht, und ich kann es halt nicht nachvollziehen, wie man damit spielt oder es als Sport- und Spielgerät nutzen möchte, aber den Antrag, muss ich sagen, finde ich gut, also da geht es ja darum, und ich glaube, den haben sie auch im Bundesliquid gestellt. Da geht es darum, im Prinzip, die Piratenpartei fordert, dass die Zahlen bezüglich der Missbrauchsarten, Typ, Herkunft der Tatwerkzeuge zu Straftaten mit Waffen für die Jahre seit 2002 veröffentlicht werden. Darauf basierend soll eine objektive Überprüfung der Auswirkungen der Gesetzesänderung seit 2002 durchgeführt werden. Finde ich, spricht nichts dagegen. Ich weiß gar nicht, wie heißt der eigentlich nochmal, The Bug? Dürfen wir Guido. Das sagen? Guido, ja, danke. Der war auch bei der PK12 und ich habe ihn leider nicht gesehen. Mit dem wollte ich mich nämlich gerne unterhalten. Weil ich habe mit ihm gemammelt, nachdem wir uns auf Twitter ein bisschen getrollt haben hin und her, beziehungsweise ich ihn getrollt habe, und da habe ich mich eigentlich sehr gut mit ihm verstanden. Ich bin gerade ein bisschen, fand den auch ganz gut, weil das ist eigentlich ein Transparenzantrag. Ganz genau. Da geht es jetzt einfach darum, mal gucken zu können, wo liegen wirklich die Probleme. Die Probleme mit den Waffen, und das kann man halt im Moment nicht so wirklich nachvollziehen. Von daher ist so ein transparenter Antrag, denke ich, auch ganz sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Er hat da irgendwas gesagt, dass eventuell schon einige, dass einige dieser Unterlagen eventuell schon rausgekommen sind. Also die haben da versucht, irgendwie durch das Informationsfreiheitsgesetz an die Informationen zu kriegen, und ich meinte da irgendwas gehört zu haben, dass sie da jetzt irgendwie rangekommen sind an die Sachen. Das wäre ja mal lustig, ihn mal zu fragen. Aber den Antrag finde ich auf jeden Fall gut, kann man, finde ich, sehr gut unterstützen, weil nur mit solchen Zahlen kann man vernünftig arbeiten und kann man vernünftig argumentieren. Ich sehe nur, dass der Antrag neu gestellt wurde, und zwar in WP48. Ja, der WP48, der ist ein bisschen umformuliert, fordert unter anderem die Auflistung der Daten, der statistischen Daten im Rahmen der PKS, im Rahmen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, also welche Waffen in welchen Straftaten, Art und Herkunft der Waffe und solche Geschichten, dass die halt erfasst werden sollen, dass das also alles im Rahmen der PKS veröffentlicht wird. Und dadurch, naja, Evaluierung ist nicht mehr drin, aber dadurch halt ist natürlich, könnte man zumindest die Situation seit den seit 2002 geänderten Waffenrecht besser nachvollziehen. Ich weiß es nicht, steckt da nicht sonderlich tief drin. Ich weiß nicht, ob das mal, ich meine, es wäre auch schon mal Teil der PKS gewesen, die Herkunft der Waffe, aber da bin ich jetzt auch nicht so drin. Aber grundsätzlich, ja, 48. Also, auf jeden Fall. Also schmeißt die Zahlen raus, finde ich gut. Verschärfung des Waffenrechts ohne vorhergehende Überprüfung der bisherigen Maßnahmen sehen wir kritisch, ist auch noch Antexttext. Ja, kann ich mit d'accord gehen, also, ja. Ja, ich meine, das gibt ja so Ideen auch irgendwie, Paintball oder sowas. Ja. Auch als böse anzusehen und sowas. Aber das, ich weiß gar nicht, ob sowas hier auch noch mitgedacht wird. Haben wir eigentlich schon ein Killerspielverbot im Programm? Ja, genau. Killerspiele verbieten und sowas. Ja, ja. Nee, also okay. Mehr Datenfreigabe, mehr Daten, aufgrund denen man diskutieren und reden kann, ist immer vernünftig. Ja, also so wie es aussieht, wird der WP1 gar nicht eingebracht, sondern der WP48. Von daher braucht man sich ja über den WP1 nicht groß Gedanken machen. Gut. Gut, dann haben wir den WP2, Konsolidierung des Landeshaushalts fortsetzen. Ja, den finde ich sehr lustig, weil ist ja momentan total Mode, das mit diesem Sparen und so weiter. Und ich will jetzt hier nicht böse trollen und so, ich habe das ja auch irgendwie mal so zynisch getwittert, wo ich so gesagt habe, cool, der widerspricht so ziemlich allem, was so da drauf folgt, als ich die Anträge so durchgegangen bin, weil wir fordern irgendwie da mehr bessere Kontrollen, da mehr Ausstattung, da mehr Personal und so weiter, und ich glaube, dass natürlich Konsolidierung des Landeshaushalts und so weiter, das ist halt irgendwie was,
ich will jetzt nicht wie so ein Apokalyptiker wirken, aber ich glaube, das erledigt sich eh irgendwann demnächst mal. Also da müssen wir eh irgendwann mal vernünftig Reine machen, weil also ist ja nicht so, dass diese Haushalte noch irgendwo ansatzweise im Griff wären und sowohl im Kommunen als auch im Land, als auch im Bund, als auch in der EU. Also es ist halt irgendwo alles chaotisch und ja, also es steht halt so ein Ausschluss drin von wegen unter Berücksichtigung der weiteren Programmpunkte, die wir gemacht haben und ja, machen wir. Kann man machen, aber ich weiß es nicht. Ist halt auch immer so die Frage. Ich meine, man sagt ja, wenn man sich halt diese, da finde ich, kann man ganz gut mal, wenn es halt um diese Haushaltskonsolidierungsgeschichten geht und so weiter, sollte man vielleicht auch mal den Leuten mal empfehlen, sich mit der Krise auseinanderzusetzen. Hört euch Holgis Krisenpodcast an. Denn also da ist halt so, im Vergleich zu den anderen EU-Staaten haben wir nämlich nicht über unsere, sondern deutlich unter unsere Verhältnisse gelebt. Sei es eben die tatsächliche Lohnstagnation beziehungsweise der Lohnrückgang und vor allem die niedrigen Lohnstückkosten, die wir in Deutschland haben. Also wir haben ja wirklich die europäischen Staaten, über die wir jetzt so heulen, dass wir denen das Geld hinschieben müssen, zumindest der Boulevard und unsere Bundesregierung, so rumheult. Das ist halt, die haben wir halt einfach zu Tode konkurriert. Und wir hätten eigentlich, oder wir bräuchten eigentlich deutlich mehr Ausgaben und auch was dieses schwachsinnige, der Staat muss sparen angeht, ist halt auch irgendwie so eine ziemlich verfehlte Politik, die auch irgendwie nur so in den Abgrund führt. Also so die Staatsquote ist relativ hoch, gar keine Frage, was war das, 50-60% oder sowas teilweise im EU-Schnitt, war das schon so hoch? Aber da spricht ja nicht viel gegen eigentlich. So ich das verstanden habe. Also hört euch einfach diesen Krisenpodcast von Holgi an. Es ist natürlich nur eine ökonomische Richtung, die dort weitestgehend vertreten wird, aber es ist halt eine ganz andere als diejenige, die in deutschen Universitäten weitestgehend einhellig vertreten wird oder unter deutschen Ökonomen in Anführungsstrichen. Denn die deutsche Ökonomie ist, wenn man sich auch mal die Nachrichtenlage international anschaut, ziemlich isoliert. Also wir gehen da einen ziemlich einsamen Weg, wie im Prinzip auch die Republikaner oder ähnlich wie die Republikaner in Amerika. Und das ist in Deutschland, gibt es da wirklich außer dem Bofinger und dem Flassbeck, glaube ich, kaum Gegenstimmen. Und das ist nicht irgendwie so, dass das auf der ganzen Welt so gesehen wird, so wie wir die Realitäten sehen. Also das ist halt schon absurd. Hört euch den Krisenpodcast an. Und was hat der ja, mit dem Haushalt zu tun jetzt? Was der mit dem Haushalt zu tun hat? Ja, genau, eben sparen, sparen, sparen und wir müssen ja gucken, dass wir nicht und so. Also meinetwegen kann man diesen Antrag annehmen, meinetwegen kann man ihn sein lassen. Ich finde ihn ehrlich gesagt unter den Gesichtspunkten der tatsächlich stattfindenden Krise ziemlich irrelevant. Also mir ist viel wichtiger, dass wir viele andere Sachen fordern, also eben beispielsweise das, die Geschichte Schulden, wir wollen die Schulden ja nicht unseren Kindern vermachen. Im Zweifel profitieren unsere Kinder und die kommenden Generationen deutlich mehr davon, dass wir vernünftig ausgebildete Lehrer haben, dass wir vernünftig funktionierendes Rechtssystem haben, dass wir eine vernünftig ausgestattete Polizei haben. Davon profitieren die weitaus mehr, als ob wir jetzt irgendwelche Schulden und so weiter hätten. Also beziehungsweise zum Beispiel sowas wie funktionierender ÖPNV oder Straßen, die noch an Straßen erinnern und nicht an, ist der Krieg gerade vorbei gewesen und all solche Dinge, die sind halt so echt. Und dieses Schuldending, was da irgendwie gerade so über uns zusammen kollabiert, ist halt eben nicht so wirklich echt. Und da wird sich wahrscheinlich in den nächsten 15 Jahren, wer weiß in welchem Zyklus, wird sich dann nochmal radikal was ändern. Deswegen finde ich diesen Antrag egal, weitestgehend. Aber ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Hört euch den Podcast an, ist spannend, die Einblicke zu kriegen. Ist auch ein schönes, langes Skript dabei. Und auch schöne, verweist eigentlich auch immer wieder auf die Quellen, unter anderem von Eurostat und Co. Also D-Statis, Deutsches Statistisches Bundesamt und Eurostat, immer mal reingucken. Aber wir wollten ja eigentlich einen Antragspodcast machen, kein Krisenverschwörungs-Weltuntergangspodcast. Deswegen, also ich finde diesen Konsolidierungsantrag, ja, kann man machen, ist halt was drin, was irgendwie die Presse gerne hört, dass wir jetzt auch nicht unverantwortlich sein wollen mit dem Geld und wir müssen ja alle sparen, die Zeiten sind ja schlimm. Müssen den Gürtel enger schnallen, kann man machen, finde ich aber irrelevanter. Na klar, an den richtigen Stellen kann man auch sparen. Ja, ich glaube, ja, zum Beispiel, es gibt aber genug irgendwie. Da beschäftigt sich natürlich AG Wirtschaft und so weiter, Einkommensseite einfach mal anschauen. Ich meine, wenn man sich anschaut,
wie die Ausgabenseite läuft bei den Staaten. Also die Staatsverschuldung ist explodiert in einem Zeitraum, wo auf der Ausgabenseite zumindest im Bereich des Sozialwesens am wenigsten getan wurde. So nämlich seit 2007, 2008. Da ist ja nicht irgendwie der große Schlaraffenland-Sozialstaat geschaffen worden quer durch Europa. Im Gegenteil eher. Und da ist die Staatsverschuldung in die Höhe geschossen. Und wenn man sich anschaut, seit den 70er Jahren wurde eben da überall gespart und wurden Steuern gesenkt wie bekloppt. Und das hat jetzt nicht irgendwie zu mehr Wohlstand und tollen Sachen geführt. Das hat halt eben zu Unfug geführt. Aber das ist, wie gesagt, alles egal. Ich wollte jetzt nicht so, ich bin da auch kein Experte. Hab da ja auch nur eine einfache Meinung. Aber ich würde in dem Fall eben ganz gerne. Genau, also soweit so gut. Der Antrag ist mir persönlich egal. Ja. Ja, ich weiß auch nicht so recht. Gehen wir einfach zum nächsten. Haben wir genug drüber gesagt. Genau. Der nächste ist in unserer Liste der WP50 und zwar freier Zugang zu Naturschönheiten, Erholung in freier Natur. Den hatten wir, glaube ich, auf dem letzten Parteitag schon. Genau, hatten wir. Ich habe jetzt nicht geguckt, was sich da geändert hat. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal schon dafür, dass wir... Kann man machen. Dass man den durchaus annehmen kann. Ich glaube, es zielt so ein bisschen auf die Privatisierung von Seegrundstücken, Waldgrundstücken. Ja, genau. Und, ja. Aber mit der Anmerkung, dass eben dass Menschen auch nicht immer sehr sorgsam damit umgehen, aber das ist ja hier eigentlich mit... Ups. Ich mache hier Krach. Mit angesprochen. Ja. Dass eben da jedermann verpflichtet ist, pfleglich damit umzugehen. So ist im Brandenburgischen Waldgesetz ja auch zum Beispiel schon weitestgehend drin. Ne? Also es ist halt eben so bestimmte Rücksichtnahme. Finde ich gut, kann man unterstützen. Ja. Okay. Nächster Antrag. Der nächste Antrag. Ist zum Beispiel der WP03 bei mir. Das ist die innere Sicherheit. Genau. Und das ist zum Beispiel, also die Piratenpartei Brandenburg setzt sich für die Aus- und Weiterbildung der Polizei in Brandenburg ein. Außerdem muss der Stellenabbau bei der Polizei rückgängig gemacht werden. Finde ich voll zu unterstützen, absolut. Und das ist eben jetzt so mein erster Hinweis auf den Haushaltskonsolidierungsantrag. Das geht halt eben nicht gleichzeitig mit Sparen. Genau. Das Problem ist allerdings, dass wir beim letzten Mal schon einen Punkt hatten, dass wir eben in der Hinsicht was machen wollen. Und das widerspricht sich jetzt leider auch ein bisschen mit dem bisherigen Programm, was wir schon abgestimmt haben. Das ist ja nicht schlimm. Weißt du noch, was das ist? Naja, wir wollten zumindest, glaube ich, beim letzten Programmpunkt auf die... dass wir die soweit ich das, genau, also wir hatten beim letzten Mal schon einen Polizeiantrag beschlossen, dass eben die Ausstattung und die personelle oder die Personen halt verbessert werden muss und jetzt hätten wir halt mit diesem Antrag eine Doppelung. Mhm. Von daher ist es ein bisschen schwierig, da einfach nochmal einen Antrag oder einen Programmpunkt darunter zu schreiben, der das Gleiche nochmal enthält, wie zum Beispiel ein anderer Antrag. Von daher macht das jetzt damals meiner Meinung nach Ausstattung nicht so viel und Sinn. Personal und jetzt ist nur Personal, also so gesehen hätten wir zweimal Personal und genau. Ah, okay, stimmt. Dann müsste man vielleicht irgendwie den anderen Antrag anpassen und erweitern. Aber nebeneinander stehend macht es jetzt nicht so viel Sinn. Das ist jetzt so. Beziehungsweise würde der wahrscheinlich schon durch den Bestehenden konsumiert und damit egal. Genau. Ja. Na gut, dann gehen wir einfach weiter. Ja, nächster Punkt. WP020, Kontrolle von Medikamentenabgabe in der Tierzucht. Die Piratenpartei Brandenburg werde dafür sorgen, dass jeder Medikamenteneinsatz in der Tierzucht offengelegt werden muss. Darüber hinaus werden sich die Piraten Brandenburg dafür einsetzen, dass tierische Produkte nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn zuvor verabreichte Medikamente bis auf festgelegte Grenzwerte abgebaut wurden.
beim letzten Punkt könnte ich mir vorstellen, dass das heute schon so ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht, oder dass es da Ausnahmen gibt. Ja, aber auch hier, da ist halt auch unter anderem, wird, glaube ich, ich weiß nicht, in der Begründung auf erweiterte Kontrollen und so weiter hingewiesen und so. Das widerspricht sich auch wieder mit dem Haushaltskonsolidierungsding. Mhm. Das ist ja auch so das Hauptproblem in der Lebensmittelbranche oder in der Zucht, vor allem in der Tierzucht, dass halt eben so Kontrollen wie in Hessen bei den entsprechend Vermögenden die Steuerprüfungen halt auch in den Tierbetrieben relativ selten durchgeführt werden oder unregelmäßig. Wenn man das häufiger machen wird, kostet es Geld. Ich bin aber vernünftig, finde aber, ja, kann man fordern und hab den Antrag. Bin ich eigentlich auch dafür. Gut, ich esse jetzt kein Fleisch, aber ich meine, für diejenigen, die Fleisch essen. Eben, ist ja auch, außerdem ist es super nervig, dass diese ganzen Nachrichten da dauernd irgendwelches Theater mit, ach Mensch, das 50 Cent Fleisch ist jetzt irgendwie nicht sonderlich toll zubereitet worden, bläh, rumquäken. Ja, ich habe auch, Keks. Ich glaube, in der Produktion von Hühnern, also Hähnchen, ist, glaube ich, 90% des Fleisches irgendwie mit Antibiotika belastet. Naja, man muss ja auch gucken, wie willst du denn das sonst hinkriegen, dass die da nicht irgendwie, also du hast jetzt dann sofort irgendwie eine Epidemie in diesen Stellen und klar, ich meine, guck dir mal wieder. Ja, das ist halt Massentierhaltung, bedingt halt solche Sachen. Eben. Und da müsste man dann eben auf eine andere Art der Tierhaltung umsteigen. Das macht das Fleisch natürlich teurer. Ja, aber so ist es, ne? Ich meine, also man wobei, wenn der Staat die Kontrollen durchführt, vielleicht nicht unbedingt. Gut, ich habe jetzt hier nicht. Ich glaube, das war in der Begründung drin. Ja klar, also durch die staatlichen Kontrollen ist natürlich der Lebensmittelproduzent dazu gezwungen, anders eine andere Tierhaltung. Die müssen halt auch effektiv sein. Das ist halt so das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was jetzt gerade in ich weiß gar nicht in welchen, das ist glaube ich bundesweit. Deutschland hat mal wieder ein Vertragsverletzungsverfahren an der Backe gehabt, irgendwie 2, 3, 4 Mal, weil sie eine Richtlinie wieder nicht umgesetzt haben. Da ging es um die Kontrolle von Geldwäsche. Das ist in Deutschland weitestgehend problemlos möglich. Also Geldwäsche ist eigentlich kein Thema in Deutschland, also beziehungsweise wird halt vom Staat weitestgehend ignoriert. Da sind wir da leider eine ziemliche Ausnahme und deswegen haben wir da dauernd Vertragsverletzungsverfahren gehabt, weil Deutschland so eine gewisse Richtlinie nicht umgesetzt hat. Und jetzt haben sie endlich sie vermeintlich umgesetzt, indem zum Beispiel einzelne Beamte, die im Standesamt Vermählungen vornehmen, jetzt die Beauftragten sind für Geldwäsche. Und in ihrem Bundesland, ich weiß nicht, welches Bundesland das speziell war, die also wirklich tatsächlich eine Standesbeamtin damit beauftragt haben, für Geldwäsche irgendwie 22.000 Betriebe zu kontrollieren. Wo also klar ist, wir erfüllen die Richtlinie, indem wir jetzt eine Behörde bestimmen, die für die Kontrolle zuständig ist, sollte natürlich auch effektiv sein. Das ist halt auch immer so ein Witz, ne? Also, aber ja, Realität ist häufig Realsatire. Ja, unser Verstoß daran, die Vorratsdatenspeicherung nicht umzusetzen, ist nicht die einzige Vertragsverletzung Deutschlands. Nee, bei weitem nicht. Wir zahlen für ganz andere Dinge. Mhm. Gut. Aber ich glaube, zu diesem Antrag gibt es dann auch nochmal einen zweiten. Also da gibt es einen konkurrierenden. Dazu kommen wir dann vielleicht später nochmal. Ja. Ja. Gehen wir weiter. Müssen wir dann entscheiden, wo man die Formulierung für besser hält irgendwie. Gut, der nächste Antrag ist die Legalisierung von Cannabis. WP004. Hatten wir schon. Haben wir schon im Programm. Ja, nochmal. Ich weiß nicht. Was da drin steht, ist ganz kurz, also die Piratenpartei Brandenburg setzt sich für eine Legalisierung von Cannabis und die Abschaffung der Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten ein. Das ist alles, ja, okay. Ist soweit okay, gehe ich mit, aber wir haben da, wie gesagt, schon was im Programm zu und macht jetzt nicht so viel Sinn, wieder eine Doppelung oder noch eine Doppelung drin zu haben. Ja. Von daher ist es auch ein bisschen problematisch und irgendwie nicht sinnvoll, diesem Antrag zuzustimmen. Wie gesagt, lieber eine Änderung, wenn notwendig, aber irgendwie eine Doppelung macht halt keinen Sinn. Ja. Ja. Nächster Punkt ist bei mir WP23. Strukturwechsel im Gesundheitssystem. Strukturwechsel im Gesundheitssystem.
Die Piratenpartei Brandenburg erkennt das Gut Gesundheit als eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung mit besonderer Bedeutung an. Auf dieser Grundlage wird eine Ökonomisierung und Gewinnorientierung des Gesundheitssystems abgelehnt. Ja, riesenlang. Der Antrag. Kann ich jetzt aus dem Kopf nicht so auf die Schnelle? Ich kann da auch wenig zu sagen. Also wünschenswert wäre es natürlich, was ich jetzt so im Header dazu mir notiert hatte. Aber da bin ich jetzt auch nicht sonderlich der. Da könnte ich jetzt auch nichts zu sagen. Da habe ich mir auch ein Fragezeichen hingemalt. Mhm. Weil ich dazu nicht mich kompetent fühle, jetzt was zu sagen. Ja, ich mich jetzt auch nicht so. Gehen wir noch weiter, einfach stellen wir weiter die Anträge vor. Genau. Bei mir wäre der nächste WP005, die Abschaffung der Kampfhundeliste in Brandenburg. Die Piratenpartei Brandenburg setzt sich für die Änderung der Brandenburger Hundehalterverordnung und die Abschaffung der Kampfhundeliste und Listen für gefährliche Hunde ein. Also, Experte bin ich nicht. Gefühlt ist es für mich so ein muslimischer Terror. Also der Kampfhund war unser Sommerloch-Thema, als wir noch keine muslimischen Terroristen hatten oder als wir noch keine bösen Südländer hatten, die uns ausnehmen. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da ziemlich viel Aktionismus ist. Aber ohne fachliche Einschätzung als eigener Hundehalter oder ehemaliger Hundehalterperspektive hatte ich schon den Eindruck, dass da ziemlich viel Unfug getrieben wurde. Und ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß, dass ich mal eine Hausarbeit über das Thema geschrieben habe. Echt? Ja. Ich glaube sogar tatsächlich um diese Verschärfung, um diese Kampfhundeliste. Es ist halt so eine Art Rassismus auf tierischem Arten. Es ist halt ziemlich viel, ist halt Ausbildungsfrage, also wie du so einen Hund halt erziehst. Ja, logisch. Auch so ein Kind ist nicht per se scheiße, nur die meisten Menschen erziehen ihre Kinder so, dass sie jetzt als Erwachsene ziemlich scheiße durch die Gegend rennen und FDP wählen. Da kann man halt nichts machen, ne? Es ist halt meistens eine Erziehungsfrage. Und ich glaube, dass das bei Hunden eben zumindest so meine laienhafte Einschätzung auch ganz häufig der Fall ist. Und ich kenne etliche Hunde. Und ich glaube, das Problem, was hier auch in dem Antrag, in der Begründung drin vorkam, war, dass dadurch natürlich jetzt irgendwie ganz viele Hunde irgendwo in Heimen vegetieren, bestimmte Hunde nicht mehr gehandelt werden können und. Ich weiß nicht. Also ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, Hunde werden auch nicht böse geboren und von daher ist es ein bisschen. Ich meine, natürlich sind sie sicherlich für Menschen aus dem Umfeld dieses Kostümclubs hier mit den Motorrädern auch häufig irgendwie so ein Statussymbol irgendwie. Kein Geld für eine Viagra, also nehmen wir uns so einen Hund oder irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung. Aber das direkt abzuschaffen, ich meine, diese Liste hat vielleicht auch insofern eine Funktion zu erkennen, welche Hunde denn besonders, also wenn sie denn irgendwie auf Gefahr abgerichtet sind oder auf so abgerichtet sind, dass sie jemandem was antun können, dass sie halt auch besonders effektiv sind, darin sind, also besonders kräftiges Gebiss haben oder weiß ich was. Ja, da kann man Fragen stellen in die Richtung. So ein Spitz hat sowas vielleicht nicht. Von daher weiß ich nicht, ob man das direkt abschaffen sollte oder ob man da vielleicht irgendwie anders rangehen sollte an die Sache. Bin ich auch nicht firm genug. Ja, ich habe da auch ein Gleich reingeschrieben, also weder Plus noch Minus, da würde ich mir die Vorstellung des Antrags abwarten, bevor ich mich da irgendwie entscheide, beziehungsweise auch die Befragung und Diskussion. Ja, denke ich auch. Ja. Dann sind wir beim nächsten Punkt, WP006, die Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes. Das ist spannend, also die Piratenpartei Brandenburg fordert, dass Paragraph 8 Absatz 3 der Brandenburgischen Hochschulgesetzes geändert und der Passus geeignete abgeschlossene Berufsausbildung durch abgeschlossene Berufsausbildung ersetzt wird. In der Begründung, Zugang zu Universitäten sollte jedem gestattet sein und so weiter und so weiter, finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Eigentlich bin ich ein totaler Freund davon, dass die Hochschulen für jedermann zugänglich sein sollen. Ob ich jetzt in der Form für diesen Antrag wäre, weiß ich nicht, weil ich das Problem sehe,
dass es ja jetzt schon ein Chaos ist. Also, dass ja jetzt schon die Universitäten nicht ausgestattet sind vernünftig. Und als Ziel, also wenn man jetzt sozusagen dann auch noch jede mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, eigentlich möchte ich, dass jedem die Möglichkeit gegeben wird, an einer Hochschule teilnehmen zu können. Aber das muss für mich einhergehen mit einer gleichzeitigen Forderung nach einer höheren Ausstattung und einer entsprechenden Ausrüstung der Universität. Und ganz klar ist, dass dass die Unis dann auch entsprechend mit geänderten Lehrplänen oder sowas rangehen. Also wenn ich mir anschaue, selbst wie viel Verständnis von wissenschaftlicher Methodik und wissenschaftlicher Herangehensweise teilweise in den Unis gelehrt wird und wie viel nicht. Ging es gerade wieder durch die Nachrichten, wie viel Copy-Paste-Quatsch irgendwie an den Unis läuft und da ist halt wahrscheinlich haben irgendwelche amerikanischen Wissenschaftler herausgefunden. Nee, aber irgendwas hat Spon, also die Bild-Zeitung des Internets, da dazu geschrieben. Da muss auf jeden Fall viel mehr stattfinden. Also das finde ich gut, den Antrag, aber das muss eigentlich in einem größeren Kontext auch mit entsprechender Ausstattung der Unis, Anpassung der Unis, dass sie eben die Leute ein bisschen mehr auch an die wissenschaftliche Arbeit heranführen. Also das habe ich so das Gefühl, dass es in vielen Studiengängen so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also bei der Juristerei bei uns war es, finde ich, sehr stark auch auf der Strecke geblieben. Also da ist auch ziemlich viel. Also da wurde teilweise bei Hausarbeiten war es absurd, was man da so an Diskussionen mitbekommen hat, wie sie sich da irgendwie gebettelt haben um, und wie viele Fußnoten hast denn du und wie viele Fußnoten hab denn ich, und also da hat man dann irgendwie noch so irgendwas, was irgendwie passt, genommen, sich einen Satz rausgesucht, der nicht mal wirklich mit dem Thema groß was zu tun hat, nur um nochmal eine Fußnote reinzupacken, und haben sie sich gefreut, wenn sie 240 Fußnoten hatten und nicht 120, und wo irgendwie so ich gedacht habe, so, das ist nicht der Sinn oder so. Also wo ich halt eben, ne? Also ich weiß nicht, also so wissenschaftliches Arbeiten. Solche Mittels hatten wir nicht. Ja, also ich weiß, ja genau. Also ich glaube, also da müssten die Unis halt auch entsprechend fordern. Aber grundsätzlich klar, absolut zu befürworten. Aber wie gesagt, das widerspricht auch wieder dem Haushaltsdisziplin-Ding, ne? Aber ja. Ist auch die Frage. Ich finde, jeder kann ja in so eine Vorlesung einfach reingehen, wenn er noch einen Platz findet, auch ohne. Das wäre halt in einem Rahmen von einer, also ich finde, das wäre halt in einem höheren Rahmen auch noch. Also das ist ja das, worauf die Arbeitgeber achten. Hat er dann irgendwelche Abschlüsse? Hat er irgendwelche Scheine und so weiter? Also das sollte viel mehr. Dieser böse Flughafen. das sollte viel mehr, viel flexibler gestaltet sein. Oder man sollte halt viel mehr Möglichkeiten haben, für jedermann sich in Bereiche, die ihn interessieren, an einer Hochschule auch irgendwelche Scheine zu machen, unabhängig davon, ob er jetzt ein vorgefertigtes Studium X oder Y abschließen möchte oder nicht. Genau, also ich bin eigentlich auch kein Freund davon, einen so festzunageln irgendwie. Also wenn man jetzt zu Schulzeiten irgendwie keinen Bock hatte und dann aber irgendwann später die Kurve kriegt, weil lebenslanges Lernen. Müsste man dann eben Abitur komplett nachmachen und so. Also okay. Nee, ich finde das nicht sonderlich. Ja, klar, du brauchst gewisse Voraussetzungen. Es ist halt. Also sowas wie, ja. Aber ich finde, grundsätzlich sollten Universitäten viel, also das würde halt auch diese, man hat ja das in Amerika, ist es ganz ganz zugespitzt, diese intellektuellen Feindlichkeit oder die Wissenschaftsfeindlichkeit ist da ja extrem ausgeprägt, und auch hier hat ja hier Brioli-Kalle da, nee, wie heißt der hier, dieser Goldkettchen-Kanzler, Schröder, hat's ja auch damals in dem Wahlkampf so wunderbar hingekriegt, der Professor aus Heidelberg, wen hat er, Kirchhoff war es da, so zu diffamieren. Also der hat ja auch auf diese, ach ja, die da in der Wissenschaft, die noch nie irgendwie was vom Richtigen. Also ich finde es schon gut, wenn man diesen, also wenn es eben in Deutschland nicht zu einem solchen Clash kommt. Ich meine, er kommt schon in gewissen Teilen der Bevölkerung, gibt es diesen Vorbehalt gegenüber der Wissenschaft und gegenüber, ne? Und ich finde es schon gut, wenn das eben offener wäre. Also wenn der Universitätsbetrieb, der Trend ist ja anders, ne? Wir versuchen ja Fachkräfte für die Wirtschaft, und da soll sich möglichst keiner lange aufhalten und keiner groß irgendwie das machen, was ihn interessiert, sondern das, was er braucht, damit er später das Rädchen rein kann. Die Fachkraft ist, die man braucht. Genau. Aber so sind ja Unis eigentlich nicht gedacht gewesen. Genau. Und da finde ich es
wenn man Unis unter dem Gesichtspunkt, wofür sie eigentlich gedacht sind, sieht, und zwar nicht nur im Bereich der Wissenschaft, sondern im speziellen Bereich der Lehre, finde ich, sollte da jeder auch Zugang zu haben. Ja, aber wie gesagt, ich sehe halt die Probleme, die Unis sind dafür nicht ausgestattet, die sind ja jetzt schon für die Doppeljahrgänge nicht ausgestattet und. Finde den Antrag gut, aber dann schmeißt auch nochmal Geld hinterher und vergesst den Haushaltskonsolidierungsantrag. Tja. Ja, gut. Dann haben wir WP007, Justizvollzug modernisieren. Du bist der Jurist. Ja, aber Vollzug habe ich ja nicht. Quelle: Wahlprogramm Bündnis 90 Die Grünen. Boah. Die Grünen. Darüber wird sich hier übrigens auch in den Kommentaren quasi lustig gemacht. Ja. Ich meine, sharing is caring, ne? Ja, ach. Ich meine, wir wollen ja nicht so. Also ich weiß es nicht, da habe ich mir ein. Den habe ich eher positiv gesehen. Also, klar, natürlich. Mehr auf Eingliederung in die Gesellschaft und solche Geschichten. Kostet auch alles wieder mehr Geld, ne? Klar. So ist es ja auch ursprünglich vorgesehen. Aber ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was jetzt in Großbritannien gerade passiert. Da ist, glaube ich, ein Urteil erlassen worden dazu, dass man Gefangene zu kostenloser Arbeit verdonnern darf. Strafgefangene müssen dann also kostenlos arbeiten. Und ich glaube, ganz viele werden da was man in Indien hatte als Amiland und Großbritannien, die Outsourcung der ganzen Callcenter-Geschichten, übernehmen da jetzt dann die Strafgefangenen, weil ist ja auch alles wunderbar, ist ja meistens dann auch privatisierte Kneste und das muss ja richtig die Kohle reinkommen. Das ist natürlich nicht so richtig der Sinn von Strafvollzug. Man sollte dann ja auch immer mal überlegen, was da eigentlich Sinn und Zweck der Maßnahme ist. Und wenn wir in unseren Werten unserer Gesellschaft noch so ein bisschen hängen, dann sollte uns das halt auch etwas kosten. Und das ist natürlich immer schwierig, weil die Leute haben teilweise böse Sachen gemacht. Aber keine Sorge, der liebe Banker von nebenan läuft ja nicht Gefahr, da reinzukommen. Das sind in der Regel ja nur die Schwarzfahrer und die Handtaschendiebe. Ja. Also klar, natürlich, Resozialisierung, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt immer, meine Kriminalität ist in den meisten Fällen irgendwie eine Folge von sozialen Bedingungen, die irgendwie schlecht sind. Ja. Und in den seltensten Fällen irgendwie die Auswüchse eines Irren, aber der kommt ja dann auch nicht in die JVA oder dorthin, sondern eher in eine psychologische Behandlung. Was naja. Ähnlich katastrophale Verhältnisse, was ähnlich katastrophal verläuft. Und ich meine, jetzt gehen wir ja schon so weit, dass hier einige fordern, dass Jugendwarnschussarrest und so ein Schwachsinn kommt, was halt auch irgendwie so den Gegen. Ja, also ich. Hat. Also nicht in der Piratenpartei, ne, sondern. Nur weil das im Programm der Grünen von 2009 steht, finde ich jetzt keinen Ablehnungsgrund. Nö, finde ich auch nicht. Aber unterhalten wir uns nochmal auf dem Parteitag darüber, würde ich sagen. Ja. Gut, dann macht sich dann vielleicht die Presse ein bisschen drüber lustig. Das kann natürlich durchaus passieren. Ach ja, gut, da haben sie wieder was zu schreiben. Irgendwann geht's ihnen. irgendwann nervt es sie auch. Also das ist mir egal. Also ja. Der nächste Antrag, der ein bisschen mit sich mit Haushaltskonsolidierung beißt, wäre WP008. Drogenprävention, Präventionsunterricht flächendeckend an Schulen. Hatten wir schon. Das hatten wir schon, ja. Das hatten wir schon im Rahmen eines anderen Drogenantrages. War das der gleiche Antrag, der damals die Kanada... Den habe ich damals auch gestellt. Das ist der aus Berlin gewesen, wo eben dieser Rauschkundeunterricht... Ne? Ja. Ja, wieder eine Doppelung. Muss nicht sein. Dann gehen wir weiter. WP021, Ausbau des ÖPNV. Ja, öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Stimme ich immer zu. Stimme ich schon zu, aber irgendwie da steht da einfach nur drin, dass wir den ausbauen wollen. Ist vielleicht ein bisschen knapp. Ich glaube, da kommt später auch nochmal einer, der ein bisschen
umfangreicher ist. Und dann würde ich den an der Stelle bevorzugen, ja, gegenüber diesem einfachen Satz, wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Ich glaube, da hatten wir den Antrag nicht beschlossen auf dem letzten Parteitag, weil da irgendwie andere Sachen drin standen, die problematisch waren. Innerhalb dieses Antrags, was ein ziemlich großer Block war. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber möchte sagen, irgendwie so war das. Gut, dann WP 009, Ausbau der Radwege in Brandenburg. Ja. Ja, weiter ausbauen. Auf jeden Fall. Das wäre übrigens mal ein Thema, was wir in Potsdam auch mal aufgreifen können. Das geht mir so als Vielradfahrer hier ziemlich auf den Sack. Sowohl am Nauener Tor als auch am Brandenburger Tor sind ja immer mal wieder so schöne Veranstaltungen wie hier, guck mal, wir haben ein tolles Auto, was 4 Räder hat und irgendwie neu ist und so und deswegen müsst ihr das kaufen. Da stehen dann halt immer so Trucks und so ganz viele Werbefuzzis rum und die dann... Diese Dinger setzt man grundsätzlich mitten auf den Radweg. Grundsätzlich. Und am Nauener Tor, was eh schon total gefährlich ist mit der Straßenbahn und so und der Radwegführung, setzt man diesen blödsinnigen Markt. Nein, der Markt ist toll, ich finde den Markt da schön. Aber den kann man nicht einfach immer mitten auf den Radweg setzen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen doof. Also da könnte man mal in Potsdam sich auch ein bisschen für einsetzen. Dass da irgendwie mal intelligenter was gemacht wird. Also Radwegausbau, ja, finde ich super. Klar, natürlich. Haushalt, ne? Naja, wir müssen den Haushalt konsolidieren. Wir müssen sparen. Ja, das, ja. Ja, ja. Ja, ja. Lohnzurückhaltung, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Wenn wir mehr Lohn kriegen, zahlen wir mehr Steuern, dann können wir mehr Infrastruktur ausbauen. Nein, wir müssen das so wie die Partei Sinn. Der Vernunft fordern machen. Oh Gott. Der Staat, der soll sich gar nicht mehr darum kümmern, dann machen die Bürger das vor Ort. Die machen dann das kümmert allein. Sich Herr Jauch und Herr Job, die kümmern sich dann darum, was wir brauchen, weil die wissen das viel besser als wir. Und die machen das dann selber. Dann haben wir überall Fortuna-Portale rumstehen und keine Straßen mehr. Aber Kunsthallen. Egal. WP 011. 10. Oh, Entschuldigung. Jugendkriminalität und Prävention. Aber Prävention kostet doch immer so viel. Kann man die nicht einfach wegsperren? Mit Warnschussarresten? Vielleicht auch mit Prügelstrafen? Nein. Du hast ja gesagt. So, nein. Ja, also ich finde den Antrag jetzt auch nicht so schlecht. Der überschneidet sich jetzt natürlich mit diesem anderen. Ja, aber... Wobei sich der hier eben auf Jugend bezieht und der andere nicht. Ja. Ja. Klar, also Prävention ist halt immer sinnvoller. Klar. Symptombekämpfung, da kommen wir allerdings auch wieder zu den Problemen mit dem Geld und so, ne? Und naja. Aber deswegen finde ich es gut, fordern. Ist gut. Prävention fängt ja schon viel früher an. Ja. So. Ja, man muss eben schauen, dass die Richtigen die Kinder kriegen. Ne? Da brauchen wir eine Akademikerinnen-Wurfprämie. Genau, oh, man muss ja Kinderzwang brauchen. Man. Ich bin zu zynisch. Ja. Nö, nee, finde ich auch gut, den Antrag. Also, da muss man sich mal ein bisschen auch so allgemein, allgemein unterhalten, wie, ja. was man da macht. Was konkret, ja. Ob man den einen oder den anderen, oder, also es ist relativ allgemein, man kann so viel da, was eben. Man jetzt an Präventionsmaßnahmen vorhat oder sowas, einfach nur... Aber es steckt schon mal den Rahmen ab, deswegen, ja. Und ja, dann könnte ein bisschen ausführlicher sein. Strafrecht, aber es ist halt ein Anfang. Okay. Das wird im Detail noch lustig, wenn wir mal weiter reingehen. Gut, dann haben wir 11. Jetzt haben wir die 11. Jetzt haben wir die Transparenz im Strafverfahren. Genau. Das hatten wir auch im letzten Landesparteitag schon mal. Ja. Da geht es darum, dass die Vernehmung durch Polizei und Staatsanwaltschaften grundsätzlich in Wort und Bild aufgezeichnet werden sollen. Und um auf diese Weise für die Gerichte nachvollziehbar zu sein. Und da bin ich ein totaler Gegner von. Also da bin ich wirklich ein überzeugter Gegner von. Ich erkenne an, dass, und ich bin der Erste und ich bin, glaube ich, auch ziemlich häufig dabei gewesen, wenn Polizei Scheiße gebaut hat und habe das gesehen und habe das miterlebt und das ist doof und das ist richtig schlimm. Wer regelmäßig auf Demonstrationen geht, kennt das Phänomen. Aber ich sehe da weniger, also auch da sehe ich mehr ein Symptom als vielmehr eine Ursache.
Und wer für diesen Antrag stimmt, müsste eigentlich auch dafür sein, dass Kitas voll überwacht werden mit Videoüberwachung, dass Altenheime voll überwacht werden mit Videoüberwachung, dass Krankenhäuser überwacht werden mit Videoüberwachung. Überall, wo Menschen anderen schutzlos, potenziell schutzlos ausgeliefert sind, kommt es zu Missständen, kommt es zu Übergriffen und kommt es zu Missbrauch dieser Gewalt, der Gewaltenstellung, in dem jemand Gewalt über jemand anderen ausüben kann. Aber, so ist zumindest meine tiefe Überzeugung, das ist eher ein strukturelles Problem. Sowohl die Altenpfleger, die im Zweifelsfall lieber die Menschen am Bett fixieren und ihnen irgendwelche Medikamente geben, damit sie die Klappe halten und sie da tagelang oder einen Tag lang in ihrer Kacke liegen lassen, als auch die Polizisten, die möglicherweise einfach mal keinen Bock mehr haben und völlig überarbeitet sind. Ich glaube, dass es da überall eher genau dieses strukturelle Problem ist. Einzelfälle ausgenommen, gar keine Frage, es gibt Arschlöcher, die gibt es überall. Genau. Und ich meine, in der Polizei ist es natürlich immer das Problem, dass man sich gegenseitig da nicht das Auge aushackt. Das macht man im Zweifelsfall aber auch in den Krankenhäusern nicht. Und, naja, aber ich meine, da hast du doch schon mehr Leute, die... ja, die natürlich, das ist sicherlich eine andere Haltung, klar. Das ist schon ein bisschen anders. Aber ja, ich sehe das genauso. Ich meine, das ist wirklich bloß Symptombekämpfung auch, ja. Und das deswegen. Aber das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mit ähnlichen Argumenten irgendwie abgelehnt, diesen Antrag. Ich finde den auch nicht so sinnvoll. Schmeißt Geld drauf, sorgt dafür, dass die Leute nicht vollkommen überarbeitet sind, sorgt dafür, dass sie. Also so sorgt dafür, dass sie vernünftige Dienstzeiten haben, dass sie eine vernünftige Ausrüstung haben, dass sie sich Sachen nicht selber kaufen. Die Polizei steht natürlich auch gerade in solchen Zeiten wie heutzutage und Frage, wie sie es weiterentwickelt, in echt einer beschissenen Situation da. Die kriegen allen Frust ab und das ist total blöd, aber genau deshalb sollte uns der Dienst, den die machen, so viel wert sein, dass wir sie vernünftig ausstatten, dass sie wirklich vernünftig personell ausgestattet sind, dass sie nicht hoffnungslos überfordert sind und dass es eben nicht zu solchen Situationen kommt. Ich meine, kennst du diese Bilder von den Pappkack-Toiletten, die sie jetzt da, ich glaube, bei den letzten Castor-Einsätzen hatten sie so Falttoiletten bekommen, wo sie dann ihre Notdurft verrichten konnten. Das ist erniedrigende Scheiße. Also das ist wirklich, da haben sie irgendwelche Pappkisten bekommen, die sie aufbasteln konnten, wo sie sich dann irgendwo hinhocken konnten, um da reinzukoten, weil halt eben das nicht anders vernünftig gewährleistet ist und weil die halt die ganze Zeit da irgendwie mitreisen mussten und es nicht irgendwie vernünftig organisiert werden konnte, dass da irgendwelche Dixies aufgestellt sind oder weiß der Geier was oder dass da was rumfährt. Also das ist schon, also die Polizei braucht mehr Geld, braucht mehr Ausstattung. Ich will keinen Polizeistaat, um Gottes Willen, das darf man damit nicht verwechseln. Aber die Jungs, die einen vernünftigen Job machen sollen und einen wichtigen Job haben in unserer Gesellschaft, sollten auch entsprechend angesehen werden und entsprechend ausgestattet werden und entsprechend bezahlt werden. Und ich glaube, dass das viel sinnvoller ist, als sie da unter so einen Generalverdacht zu stellen. Das würden wir bei Kassierern nicht wollen, das würden wir in Krankenhäusern, in Kitas und. Das würden wir nirgendwo wollen als Piraten. Und ich finde es nicht gut, das bei Polizisten zu machen. Punkt. Genau. Genau. So, ein weiterer Antrag, WP012, der wurde auch schon mal gestellt, der wurde abgelehnt beim letzten Parteitag. Der ist im Liquid ein bisschen überarbeitet worden. Genau, der ist jetzt ein bisschen konkreter, was die Verschlüsselung und solche Sachen angeht, glaube ich. Genau, Verschlüsselung, Auslage von einem Key. Und ich bin immer noch dafür. Ich bin immer noch dafür, klar, bin auch dafür. Ja. WLAN. Bandbreitenmanagement finde ich auch sehr sinnvoll, wenn da jetzt jemand anfängt zu saugen wie ein Wilder. Dann soll der das machen können, wenn kein anderer dadurch beschränkt wird. Ja. Aber ja, eben genau, es sollte halt eben geguckt werden, dass es aufgeteilt ist. Aber eben nicht, dass da irgendwelche Protokolle benachteiligt werden. Also so ein grundsätzliches Sperren beispielsweise finde ich nicht gut. Zum Beispiel von, weiß ich nicht, Torrent oder sonst irgendwas finde ich eigentlich nicht gut. Ich mache das hier in meinem Freifunknetz auch nur eher wegen der Urheberrechtsscheiße und wegen der Anschlussinhaberhaftung. Hier, nee, wie heißt denn das? Störerhaftung. Störerhaftung, genau. Nur deswegen mache ich das ja auch hier in meinem Freifunk. Ansonsten würde ich ja auch alles freigeben. Aber das sollte die öffentliche Hand nicht tun dürfen.
dann wird sie sich auch mal mit der lustigen Störerhaftung auseinandersetzen können. Ja, die sinnvolle. Genau. In Anführungsstrichen. Ja. Staatsbürgerschaft ab Geburt ist die Nummer 13, WP013. Ja. Da war ich auch beim letzten Mal schon dafür, da gab es dann kritische Stimmen und dann wurde der abgelehnt. Ich weiß nicht mehr genau, was da eingebracht wurde. Es gab einen Grund, der sich vernünftig anhört oder der, wo es irgendwie konkurriert mit irgendetwas, aber eigentlich bin ich auch von der Idee dafür, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ich glaube, Andreas hatte da auch was zu gesagt, also, dass da irgendwas... Was gibt's denn da immer für Blabla zu? Zum Beispiel dieses Geburtentourismus. Ja, das ist so ein perverses Ding. Das haben die Amis mit die Terroristenmütter. Also die Amis haben ja das Recht so, dass jeder, auf deren Territorium geboren ist, amerikanischer Staatsbürger. Und da haben die Republikaner irgendwie so gesagt, ja, die kommen hier rein und werfen, ne, also ich sag das jetzt extra zugespitzt zynisch, und werfen und dann sind die amerikanische Staatsbürger und dann in 18 Jahren, dann beginnt ein Terroranschlag. Also so einen absurden Schwachsinn haben die da irgendwie gefaselt. Und klar, wir sind hier natürlich ganz anders drauf. Bei uns habe ich zumindest das Terroristenargument noch nicht gehört, aber bei uns ist es natürlich immer wieder die Unterwanderung der Sozialsysteme. Ey, keine Sorge, die schaffen wir uns schon noch ab. Also da will man eh keiner mehr rein. Aber guck mal, selbst wenn, ist doch Unfug. Selbst wenn jetzt hier jemand im Urlaub ist oder sowas, ja, und bekommt sein Kind hier, weil es irgendwie frühzeitige Wehen oder weiß ich was, ja. Zum Beispiel so Kindergeld bezieht sich doch auf die Mutter. Wenn die Mutter keine Staatsbürgerin ist, bekommt derjenige doch nichts. Außer die Staatsbürgerschaft. Und ob man die dann haben will... Das ist ja auch, wenn dann eher, glaube ich, eher für... Ich glaube, es gibt halt ganz viele Fälle, wo eben die Eltern keine deutschen Staatsbürger sind, aber in Deutschland leben. Ja. Die Kinder werden hier geboren, leben hier bis zu ihrem... Sonst wievielten die Lebensjahr nur hier, waren nie da, wo die Eltern eigentlich herkommen und werden auf einmal abgeschoben oder sowas. Also solche Sachen, darum geht's eben und sowas ist halt irgendwie krank und ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Geburtentourismus oder sowas geben wird, weil das ist Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Wer nicht das Geld hat, sich irgendwie... Außerdem keine Sorge, Frontex versenkt die schon. Ja. Ne? Also ist ja, wir haben da ja ganz tolle Einrichtungen. Nein, also ich bin ja dafür. Leute, die aus ihrem Land fliehen, ja, die werden bestimmt nicht mit ihrem Kind hierher kommen und dann wieder gehen, ja, aber und nur ihr Kind hierher bringen wollen, damit ihr Kind ein Deutscher ist. Oder so. Ja. Ganz klar pro. Ja. Dann kommt der WP14. WP14. Den hatten wir auch schon am letzten. Da ging es um die Frist für Korrekturbegehren verlängern. Das Korrekturbegehren der Bevölkerung gegen, ich glaube, kommunale Entscheidungen verlängert werden. Ich bin da unsicher. Da ging es um die, ob das überhaupt praktizierbar ist. Und da ging es, ob das rechtlich möglich ist. Ich weiß es nicht. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert oder nicht. Ja, kann ich zu wenig sagen. Und ob das sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Ja, also ich kann da auch großartig was zu sagen. Ich lasse mich da von der Diskussion. Antragsbegründung und Diskussion überzeugen oder eben nicht. Ich glaube, da war so ein Problem, dass bestimmte also man muss halt auch das Problem, dass bestimmte Entscheidungen dann halt irgendwann mal Rechtskraft erhalten müssen und erhalten sollen. Und ich glaube, da haben sie jetzt die Frist verkürzt im Vergleich zum letzten Antrag. Wenn im letzten Antrag irgendwie so ein Jahr war und ich weiß nicht, wenn da schon demokratisch legitimierte Gremien irgendwas entscheiden und wenn das dann nochmal ein Jahr lang Rechtsunsicherheit darüber besteht, das macht halt Prozesse auch unnötig lang. Deswegen, aber hören wir uns die Diskussion dazu dann einfach auf dem Parteitag an. Ja, genau. Ja. Dann geht's WP015, langfristige Stabilität durch antizyklische Haushaltspolitik. Was?
Ja, das ist halt, ne, also in Krisenzeiten Geld ausgeben, in guten Zeiten sparen. Ja. Das ist so, der ist mir genauso egal wie mit der Haushaltskonsolidierung, weil ich glaube. Aber klingt ist, irgendwie sinnvoll, ne? Ja, es klingt irgendwie sinnvoll, aber ich. Ja. Konjunktur befeuern. Ja, natürlich, das ist so. Also ich meine, in Griechenland sieht man gerade, was passiert, wenn man das Gegenteil macht. Und, keine Frage. Und wir haben ja in Deutschland auch zu Krisenzeiten das Gegenteil gemacht, ne, indem wir hier diese indem wir diese Konsumsteuer, Konsumgeschenke auf Autos rausgeschmissen haben, hier diese Abwrackprämie und so. Und das hat ja auch ganz toll funktioniert. Die Krise ist ja jetzt vorbei und Deutschland hat es geschafft. Und ja, keine Ahnung, ich sehe auf Landesebene wirklich nicht irgendeine Chance, an diesem Haushaltsquark irgendwas korrigieren zu können. Deswegen bin ich da aber auch. Ja. Hören wir uns mal die Diskussion an. Haushalt ist nicht so meins. Nee. Das sollen die Frauen machen. Gut, WP016. Du musst jetzt sagen, sexistische Kackscheiße. Ich habe das einfach überhört. Ausweitung der Steuerhoheit für das Land. Bin ich tatsächlich dagegen. Also die Piratenpartei Brandenburg fordert mehr Steuerhoheit für das Land, beispielsweise vollständige Gestaltungsmöglichkeit bei der Gewerbesteuer. Nee. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, dass wir in Deutschland alleine schon das Problem haben, 16 Bundesländer mit einer super unterschiedlichen Struktur zu haben. Da haben wir irgendwie dieses Bankenbundesland in Hessen, da haben wir das Bauern- und IT-Bundesland in Bayern, da haben wir das Kohle- und Stahl- und Industriebundesland Nordrhein-Westfalen, da haben wir, also wir haben so viele unterschiedliche Länder. Und alle, wenn die dann durch die Steuern in einen Konkurrenzwettbewerb kommen, dann wird es noch irrwitziger. Und ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich bin auch, wie gesagt, ne, Wirtschaft und so, da bin ich eigentlich nur super interessiert, aber Laie. Und ich glaube, dass das negativ ist. Und ich würde ganz gerne, das ist ja das, was wir jetzt in Europa eigentlich kriegen müssten, wo sie jetzt so langsam hingehen. Wir brauchen da eine Vereinheitlichung und nicht noch eine weitere Aufsplitterung. Ich würde mir wünschen, Torben, wenn du am Mikrofon da was zu sagst, wenn es dann soweit ist. Ja, mal gucken, ob ich mich traue. Ja, du wirst dich ja wohl trauen. Ja. Ich meine, ich kann dazu nicht großartig was sagen. Also ich bin nicht da, ich bin dafür, dass es, und das, da gibt ja das in der EU diesen Gedanken des oder dieses Subordinationsprinzip, dass also alles, was auf unterster Ebene gemacht werden kann, auch auf unterster Ebene gemacht werden sollte. Und ich bin definitiv dafür, dass Länder und Kommunen vor allem auch größere Etats hätten und größere Möglichkeiten zu entscheiden und ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. So ist ja auch der Idealfall gedacht. Sowohl ist Europa so gedacht worden, ne? Europa der Regionen, da hat man dieses kleine Projekt mit den Benelux-Staaten da, irgendwie so eine kleine Ecke, wo so viele Testversuche laufen und mit gemeinschaftlichen Steuern an Systemen und Arbeiten über Grenzen hinweg und solche Geschichten. Da bin ich voll dafür, und dass die Kommunen besser ausgestattet werden müssen mit Geld, über das sie verfügen können, da bin ich auch voll dafür. Aber ich bin dagegen, dass bestimmte Sachen wie Gewerbesteuer und solche Geschichten, dass da ein Konkurrenzwettbewerb in Gang gehalten wird, der uns den ganzen Irrsinn, den wir auf Europa schon so mega verstückelt haben, dann auch nochmal im eigenen Land, haben wir in Bundesländern auch schon verstückelt, dass es dann noch mehr zerkleinert wird. Da bin ich dagegen. Die Steuerpolitik sollte von ganz oben möglichst einheitlich sein, damit wir uns damit keinen Wettbewerb unter den Ländern leisten, der die Länder eigentlich nur gegenseitig in den Ruin jagt, indem sie sich unterbieten mit Steuergeschenken und Subventionen oder Steuernachlässen oder Niedrigsteuern. Da bin ich nämlich total dagegen. Da sollen überall und bitte gerne europaweit, am liebsten natürlich weltweit, Illusion, ich weiß, aber europaweit zumindest sollte es da einheitlich laufen, damit da nicht getrickst wird. Deswegen bin ich gegen diesen Antrag. Okay. WP017. Transparente Haushaltspolitik als Grundlage für Effizienz und Effektivität. Die Piraten Brandenburg sind der Überzeugung, dass ein solides Haushalten nur mit Effizienz und Effektivität funktionieren kann, die auf den Prinzipien der transparenten Haushaltspolitik basieren.
ja, sehe ich halt auch irgendwie so mehr auch das Europa- und Bundesthema, aber klar, natürlich transparente Haushalte, ja. Ja. Ja, also wenn es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt, dann natürlich immer alles veröffentlichen und maschinenlesbar bitte, nicht eingescannte. Maschinenlesbar veröffentlichen, also ja, nicht eingescannte PDF-Dateien oder sowas. Genau. Eingeschirmte Fotos von Bildschirmen. Ja, ja. Mikrofilm. Mikrofilm an den Universitätsbibliotheken. WP019, ernsthafte Bürgerbeteiligung beim Flughafen Neubau Berlin-Brandenburg. Hm. Sag du mal was, bevor ich rage. Naja, also ich kann hier wieder nur sagen, haben wir schon im Programm. Also wir haben schon Programmteile beschlossen, die das hier mit einbezieht. Also Teile aus diesem ganzen Zeug, was hier steht, wollen wir schon machen. Und das steht schon im Wahlprogramm. Und andere Teile eben nicht, aber wie gesagt, Doppelungen machen irgendwie nicht viel Sinn. Jetzt rage mal. Nee, mich nervt diese BRR-Geschichte. Die geht mir total auf den Keks. Das ist so ein gesunkenes Schiff wie S21, wo ich irgendwie so denke, naja, macht halt einfach irgendwas fertig und wir sollten uns darum kümmern, dass es in Zukunft nicht mehr zu so einer Kacke kommt. Ja. Gut. Ja. Da steht zum Beispiel auch hier, ja, der Nachtflugverbot, den haben wir beschlossen gehabt beim letzten Mal. Ja. Stimmt. Naja, es ist halt doppelt. Es macht einfach nicht viel Sinn. Oder man sagt, okay, das andere kommt weg und das dafür irgendwie. Aber dann sollte man das hier vielleicht auch irgendwie so beschreiben. In dem Antrag. Naja. Okay. Nächster Punkt. WP 51. Ämter abschaffen, Kommunen stärken. Was hältst du davon? Also die Piraten Brandenburg wollen die Kommunalverfassung Brandenburg zur Stärkung der Kommunen ändern. Die veraltete, überholte und intransparente Struktur des Amtes soll abgeschaffen werden und stattdessen sollen amtsfreien Gemeinden bevorzugt werden. Ich weiß nicht, ob das so eine Rückgängigmachung der Gemeindegebietsreform werden soll. Das klingt für mich jetzt erstmal so. Also grundsätzlich bin ich, ist wieder dieses Subordinationsprinzip, total dafür, dass, ne, also alles auf unterster Ebene, was auf unterster Ebene möglich ist und so weiter. Das sehe ich halt aber auch ganz gerne irgendwie in einem, ja, das nee, es geht, oder geht darum, dass es eben alles amtsfreie Gemeinden werden. Ja. Und es keine Ämter mehr gibt, wo eben die entsprechenden das entsprechende Personal irgendwie eingesetzt wird. Und bei amtsfreien Gemeinden sind die zum Beispiel die Bürgermeister eben wählbar. Und bei Ämtern irgendwie nicht. Irgendwie sowas sehe ich da. Hä? Aber der... Ja, da steht, bei amtsfreien Gemeinden wird der hauptamtliche Bürgermeister demokratisch durch die betroffenen Bürger und Bürgerinnen und Bürger gewählt. Ja. Um dies zu erreichen, sollen ersatzlos gestrichen werden. Unter Übergangsbestimmungen ist dabei der schon bereits bestehende Paragraph so und so. Jetzt bin ich zu lange nicht mehr in der Kommune. Ich habe schon Ewigkeiten durch meine Umzüge keine Wahl mehr mitgemacht auf kommunaler Ebene. Aber wählte man nicht Bürgermeister? Wie war denn das hier in Potsdam? Da gab es eine Wahl. Warum bin ich da? Doch, da. Ich meine, Amtsdirektor. Hä? Gibt's da einen Bürgermeister in einem Amt? Nein, also wir hatten das in... ich war das im damals Amt, das ist in Fichtenwalde. Der Amtsdirektor. In Fichtenwalde hatten wir einen Ortsbeirat gewählt, der dann in der, als Amtsfreistadt damals, also es wurde damals so organisiert, dass im Zuge der Gemeindegebietsreform Fichtenwalde Teil von Delitzsch wurde, eingemeindet wurde und dann gab's, dann konnten wir einen Ortsbeirat wählen, der dann die Interessen der amtsfreien Gemeinde vertrat. Aber ich bin da im Kommunalrecht jetzt nicht so firm, als dass ich das jetzt
als dass ich da jetzt hier was Kluges sagen kann und mir dessen sicher sein kann, dass ich da hier nicht Unfug rede. Deswegen würde ich mich da jetzt lieber zurückhalten. Nee, also es ist wohl so, bei amtsfreien Gemeinden gibt es eben einen Bürgermeister. Und bei einem Amt gibt es einen Amtsdirektor, der wird nicht gewählt. Und da gibt es einen Amtsausschuss, der wird nicht gewählt. Ja, aber es gibt doch trotzdem einen, dann gibt es doch trotzdem einen Oberbürgermeister oder einen Bürgermeister, der den Hut auf hat, der der Chef der Verwaltung ist, und der wird doch gewählt. Wenn nicht direkt, dann mittelbar. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das in Brandenburg ist. Ja, aber ich finde es auch insgesamt nicht so toll, dass die gewählt werden, muss ich ehrlich sagen. Weil eigentlich sind es ja exekutiv, ist das ja Exekutivpersonal, was sich nach dem richten soll, was das jeweilige Parlament beschließt. Und ich finde auch diese Ermächtigung von Einzelpersonen nicht so super geil. Jetzt dieses Wählen von Landräten und dieses ständige Wählen von Bürgermeistern und so, ich weiß nicht. Bin da ein bisschen skeptisch. Doch, the head of the Exekutive zu wählen und ihm einen Arschtritt zu geben, wenn er Scheiße baut, finde ich schon nicht verkehrt. Ja, das finde ich schon gut. Das finde ich auch richtig. Ja, man sollte ihnen aber auch einen Arschtritt geben, wenn er Scheiße baut, wenn er nicht gewählt ist. Ja. Na, ich glaube, also da, ich kann dazu jetzt nichts Vernünftiges sagen zu dem Antrag. Dafür habe ich ihn dann doch verpeilt. Wir wählen ja den Bundeskanzler auch nicht, oder die Bundeskanzlerin. Ja, das ist dann im Mittelbar, ne? Über... Egal. Gehen wir lieber weiter, da können aber, wir nichts Vernünftiges zu sagen. Ich meine, das weiß ich nicht. Ja, also wenn dem so ist, dass er halt ein Amtsdirektor eben nicht gewählt wird, ist ja so, also ich habe noch nie einen Amtsdirektor gewählt, dann ist es vielleicht demokratischer irgendwie einen Bürgermeister. Ja, aber der Bürgermeister hat ja den Hut auf und der wird gewählt und wenn er mittelbar gewählt wird, also ich verstehe es nicht. Also ich meine, du kannst ja jetzt nicht jeden Verwaltungsbeamten höhere Art und Weise wählen lassen oder sowas, dann wird es ja wirklich völlig absurd. Und Ämter oder größere Verwaltungseinheiten entwickeln Eigenleben und ja, das ist ein Problem. Und aber ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich kann da jetzt auf den konkreten Antrag kann ich zu wenig zu sagen. Deswegen würde ich vorschlagen, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, gehen wir lieber weiter. Da sind wir mal gespannt auf die Vorstellung des Antrages. Jo, nächster ist der WP022, Senkung von Hürden für Volksbegehren. Hier steht es auch da, dass der alte Antrag Senkung von Hürden für Volksbegehren quasi verbessert werden soll oder ergänzt werden soll, geändert werden soll. Ich überlege gerade, was jetzt hier nochmal die... Also die Zahl wollten sie runtersetzen, der notwendigen Unterschriften? Naja, also das ist ja schon beschlossene Sache. Ich dachte, die hätten sie nochmal runtergesetzt jetzt, in dem Antrag. Nee, ich glaube nicht. Aber also was hier die Erweiterung war, auf jeden Fall die Ausweitung auf haushaltsrelevante Geschichten. Also derzeit ist es halt so, dass Volksbegehren nicht zu tief so, ins Haushaltsrecht eingreifen dürfen. Ach so, ja klar, steht ja, genau. Und das ist, soll halt durch diesen Antrag geändert werden. Da habe ich mir eine Notiz gemacht und wenn irgendwie mal wir nicht irgendwie 5, 6 Wahlparteitage hätten irgendwie im Jahr, dann hätte ich wahrscheinlich auch dazu mal recherchiert. Also das habe ich mir zumindest vermerkt. Ich weiß nicht, ob das geht. Also ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist. Und da naja, da muss man die Kommunalverfassung ändern und, oder... ich weiß es nicht. Also, das geht ja um die direkte Demokratie im Land und da bist du halt auch schnell, ne, Staat und da bist du halt Staatsorganisationsrecht und ich weiß nicht, ob wir den Parlamenten da zu sehr ins Haushaltsrecht eingreifen dürfen. Weil wir haben ja parlamentarische Demokratie und ne, die Landtage sollten und der Bundestag sollten entsprechend die Haushalte über das Land beziehungsweise den Bund haben, die Hoheit darüber und das ist halt alles irgendwie geregelt und ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Das ist so
meine Frage, die ich da hätte. Aber ich habe da irgendwie keine Zeit gehabt, mich da bei Back Online mal genauer zu erkundigen, ob das rechtlich möglich ist. Ja, machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Nächster Punkt wäre, wenn ich das richtig sehe, jetzt GP01. Genau, oder? Grundsatzprogramm. Grundlegende Reform in der Justiz und demokratische Gestaltung der dritten Gewalt. Judikative. Tja. Also den Antrag fand ich, der war ja sehr lang. Ja, viel zu konkret fürs Grundsatzprogramm. Das war auch so, ja. Also vor allem sind halt einige Themen angesprochen, wo ich nicht weiß, ob sie wirklich ein Problem sind, wie es tatsächlich in der Praxis aussieht und. Auch da stehen so Sachen, Rotation von Richtern, Fortbildungspflicht für Richter und so weiter, unabhängige Kontrolle und mögen viele Sachen interessant und gut sein, aber wie gesagt, auch fürs Grundsatzprogramm halte ich das auch für zu konkret und zu aus, also zu, ja, zu weitgehend. Und in der Sache kann ich dazu etwas weniger sagen. Ja, auch die Wahl, also hier ist auch wieder die Wahl der einzelnen Personen angesprochen, oder ja. Wahl von Ombudsmännern, Wahl von Richtern und Staatsanwälten. Dann sind Sachen Rechtsbeugungstatbestand, das ist halt Bundesthematik, also die so zum Beispiel in Punkt 6 drin sind. Das ist halt auch nicht was irgendwie, ich meine, klar, da kann man sich natürlich im Land einsetzen, dass auch Bund da Strafgesetzbuch entsprechend geändert wird, gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen finde ich den Antrag, ja, also auch von der Wortwahl, keine Geheimjustiz in familienrechtlichen Verfahren bei Kinderübertragung, das wirkt mir irgendwie nicht, also das macht auf mich erstmal so den Eindruck, so nee, lieber erstmal Abstand nehmen, das ist, also das will ich zumindest nicht im Grundsatzprogramm haben. Ja, ne, fürs Grundsatzprogramm ist es sowieso viel zu detailliert an manchen Stellen und gleichzeitig gesagt, blendet es viele Sachen aus und bezieht sich teilweise auf den Bund, teilweise, naja, ist schwierig. Ist schwierig. Das ist sehr schwierig. So, der nächste ist die 036, Verbunddatei Gewalttäter Sport. Da geht es eben darum, dass diese Datei entweder abgeschafft wird oder dass man mit dieser Datei mal einen vernünftigen oder da mal eben einen vernünftigen Datenschutz gewährt in dieser Verbunddatei, wie auch immer. Das klingt mir alles ganz sinnvoll, was hier steht. Ja, scheint für mich auch plausibel zu sein. Ich würde den auch befürworten. Muss ich jetzt auch nicht groß drüber reden. Ich glaube, das ist ganz gut, ja. Dann haben wir die 24, WP024. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ja, da geht es darum, dass man ein eigenes Gesetzbuch zu dieser Thematik schafft. Aus dem Grund, dass eben das StGB, das SGB, SGB Sozialgesetzbuch 5, sich wohl eher irgendwie auf Ärzte bezieht und Hebammen, die ja mit dieser Thematik, halt mit Thematik Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu tun haben, ein bisschen anders sind und sich deshalb ja, gewisse Sachen aus dem SGB 5, die sich da auf Ärzte beziehen, nicht so einfach auf Hebammen übertragen lassen und deswegen soll es da wohl ein eigenes Gesetzbuch geben. Ja, vielleicht ist das sinnvoll, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt die Problematik nicht. Ich wusste zum Beispiel nicht, also mich hat das zur Begründung, dass nicht so, habe ich das nicht erkannt, dass das sich da um diese Hebammen-Thematik unter anderem dreht, um die Versorgung darum. Aber ja, warte ich mal auf die Begründung.
Ja, ich weiß auch nicht so recht, ob das jetzt wirklich was ist für Brandenburg oder ob man da nicht schreiben sollte, ob das man muss irgendwie im Bund darauf hinwirken, dass sich da was ändert, wenn sich da was ändern muss, aber ja, okay. Ja. Schauen wir mal, wie der Antragsteller den Antrag vorstellt. Jo. BP 25 geht's weiter mit der geburtshilflichen Grundversorgung. Oh, Haushalt. Ja, der Haushalt geht uns schon richtig flöten. Ja, klar, sollte es natürlich irgendwie immer eine Anlaufstelle geben, dass man eine Grundversorgung für die Geburtshilfe sicherstellt. Na klar. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht eh schon der Fall ist. Ja, ich kenne mich doch nicht aus. Es gibt doch irgendwie so eine gewisse Grundversorgung oder eine. Also in der Theorie haben wir ziemlich viel. In der Theorie sind wir Sozialstaat auch. Ja, gut, okay. In der Theorie. Ja, aber kann man, glaube ich, fordern. Ja. Ist nur, ja, naja. Ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Gesetzeslage da ist, aber ich halte die eigentlich für so ähnlich, aber weil es gibt doch diese, oder dass man irgendwie maximal... Ich weiß nicht, ob das halt nur für Krankenwagen und Arzt und solche Geschichten ist und nicht für, wenn sich das jetzt hier zum Beispiel auch... Das müsste doch genauso gelten für... Für Hebammen? Naja, aber ich weiß es meine, nicht. Eine Geburt passiert ja nicht nur irgendwie... Naja, aber hier geht es ja um Geburts... Also ich glaube, dass sich das Geburtshilfe ist ja... Also es geht ja um die Sicherstellung der geburtshilflichen Grundversorgung und ich glaube schon, dass es da eher um die Hebammengeschichte geht. Ja. Aber da lassen wir uns doch mal überraschen. Ich bin dafür, sowas kann man... Das wäre dann der erste Eintrag in das neue Gesetzbuch. Genau. Das gleiche mit der niedrigschwelligen und bedarfsgerechten Betreuung durch Hebammen. Ja. Kann man eigentlich das eben Gesagte auch anschließen, würde ich sagen. Denke ich auch. Nachhaltigkeit der Energieversorgung. Ja, WP 027 ist das. Grundsätzlich bin ich dafür. Ich bin nur... Haben wir sowas Ähnliches nicht schon? Nee, der wurde so aus irgendeinem Grund wurde da irgendwie ein Antrag abgelehnt, der das, glaube ich, beinhaltet hatte, weil da irgendwelche schlechten Formulierungen, glaube ich, mit drin waren. Ja, also hier finde ich die Regenwaldgeschichte so ein bisschen amüsant, aber ansonsten... es geht nicht um den Brandenburger Regenwald, es geht um den Regenwald aus anderen oder den es woanders gibt, der eben für Biodiesel oder sowas abgeholzt wird oder für... Nee, natürlich, also für grundsätzlich... Müllpflanzen, die Biodiesel aus dem Biodiesel hergestellt werden kann oder sowas. Gar keine Frage, grundsätzlich dafür Energiegewinnung müssen wir anders auf die Beine stellen als durch unnötige Rohstoffverschwendung, denn das wird uns irgendwann zum Verhängnis und auch die Verfeuerung von Erdgas ist nicht sonderlich sinnvoll, wurde mir mal gesagt, weil das wohl eine sehr notwendige Ressource ist für unsere Lebensmittelversorgung, für Düngstoffe oder sowas. Also ich weiß nicht genau, wie da der Zusammenhang war oder sowas. Naja, aber unabhängig davon, egal, Energieversorgung sollte einfach nicht mehr auf Verfeuern der begrenzten Ressourcen. Ja, also sehe ich genauso. Was mich so ein bisschen irritiert, ist eben die Frage, nehmen wir mal an, wir kriegen 80% bei der Wahl und sind dann an der ja, müssen wir den Brandenburger Regenwald stehen lassen. Das machen wir dann sofort. Naja gut, also ist halt unser Ziel, ne? Es ist ein Ziel. Genau. Gut, dann hätten wir als nächsten Programmpunkt einen Grundsatzprogrammpunkt, GP 007, keine Einschränkung der Grundrechte ohne fundierte Begründung. Schwachsinnige, euer Bus fährt! Das war jetzt fies. Das war fies, aber ja, meine Güte, das ist doch... Ja. Ja.
Du bist der Jurist. Komm, begründe es. Nee, das ist doch absurd. Das Hast du keine absurd. Fundierte Begründung? Nee, habe ich nicht. Dass es absurd ist? Nee, habe ich nicht. Ja. Ja, gut. Also ich finde das halt, ja, es ist halt nee, so. Also, ja. Also ich meine, jedes Grundrecht wird irgendwo eingeschnitten und solche Sachen. Und da haben wir haufenweise Schutzvorrichtungen ja auch bestehend schon. Also zum einen muss jedes Gesetz, welches ein Grundgesetz einschränkt, explizit auflisten innerhalb des Gesetzes, welches Grundrecht es beschneidet. In der Begründung wird das dann gerechtfertigt. Es wird überprüft. Selbst der Bundespräsident hat da in gewissem Maße sogar auch ein materielles Prüfungsrecht, wird ihm zumindest in ganz, 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 ganz wenigen Ausnahmefällen klar eingeräumt. Bei offensichtlicher Verfassungswidrigkeit. Wir haben das Bundesverfassungsgericht in Deutschland zum Glück und Gott sei Dank, was das ich bin der Auffassung, dass natürlich das Auslegungssache ist, also was eine fundierte Einschränkung von Grundrechten ist, das erleben wir ja gerade derzeit, das sieht die Bundesregierung ja auch ganz anders als das Verfassungsgericht und ich sehe es auch nochmal einen Zacken schärfer, als teilweise das Verfassungsgericht es schon sieht und das teilen das sicherlich auch viele, aber also ich finde dieser Antrag, der sagt halt nichts. Also was ist die Konsequenz aus dem Antrag? Ja, nichts. Gut, gehen wir zum nächsten. Ja, grundlegende Justizreform. Achso, da geht es tatsächlich nur darum, dass wir einen Programmpunkt anlegen im Wahlprogramm, der sich nennt Grundlegende Reform in Justiz und demokratische Gestaltung der dritten Gewalt. Ja, nett. Also gut, diesen Programmpunkt, ein Programmpunkt, der wird wahrscheinlich eher Justiz heißen oder sowas. Mhm. Wenn wir justizpolitische Anträge beschließen und ich will jetzt eigentlich nicht den Titel unbedingt darüber oder den Titel bestimmen, ja. Über den Titel abstimmen. Ja, und auch grundlegende Reform und ach, ja. Ich finde den jetzt auch nicht so toll. Da ist halt auch nichts dran. Also ja. Ja. Man muss viel grundlegend reformieren, aber dann sollte man mit dem grundlegend zu reformierenden kommen. Ich meine, und man hatte das ja da oben in dem anderen Antrag drin, den ich halt zu komisch fand fürs Grundsatzprogramm. Ja, ja, finde ich auch nicht so geglückt. Ja, geglückt. Also hinter dem Abschnitt mehr Demokratie und Bürgerrechte soll eben grundlegende Reformen in der Justiz und demokratische Gestaltung der dritten Gewalt als nächste Überschrift stehen. De facto sollten wir eh alles demokratisch gestaltet haben in unserem Staat. Also so, ja. Gut, mir egal. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, den ich wieder mit Holgi beschallen könnte. Keine Einschränkung der Grundrechte ohne Mehrheit. Ja, wenn Gesetzesvorbehalt da ist, dann muss das ja durch ein Gesetz geschehen, was ja auch eine entsprechende Mehrheit. Zweidrittelmehrheit wird hier gefordert. Zweidrittelmehrheit wird gefordert. Oh ja, das macht es natürlich sehr effektiv. Nee, will ich nichts zu sagen. Ich bin dagegen. Sagen wir da gar nichts zu. Gehen wir zu WP 028. Verkehrspolitik in Brandenburg. Ja, WP 28. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch gut. Also worum geht's? Verkehrspolitik im Land Brandenburg. Im Prinzip länder- und staatsübergreifende Nahverkehrsanbindungen fördern, überhaupt ein Konzept zu erarbeiten und Zusammenarbeit der Gemeinden und Regionen fördern. Ja, als grundlegende Rahmengeschichten. Ja, ja. Finde ich auch sehr gut. Ich fand es ganz furchtbar, wie bei uns einfach die Gleise abgebaut wurden. Das ist. Ja, aber alles auf dem Börsengang der Bahn. Naja, nee, die wurde verkauft. Die Bahnstrecke wurde privatisiert. Und dann hat der Investor sich dafür entschieden, doch nicht die Strecke zu betreiben und stattdessen den Stahl zu verkaufen. Na, siehst du, der Markt macht alles besser. Jetzt liegt da nicht der blöde Stahl rum. Genau. Ist viel effizienter. Jetzt sind die Gleise weg und derjenige hat sich wahrscheinlich noch ein bisschen
bisschen seiner Fehlplanung rekalkuliert. Der nächste Antrag, der WP29, baut darauf auf, Modellversuch für einen fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr. Zielt darauf ab, in drei verschiedenen Regionen, dicht, mittel- und ländliche Räume, Besiedlungsräume sozusagen, wissenschaftliche begleitete Modellversuche zu starten für ticketlosen oder also fahrscheinlosen ÖPNV. Ja, finde ich super. Finde ich auch sehr gut, den Antrag. Sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Dann ist der nächste, der WP30. Das Beteiligung von Anfang an bei Großprojekten, Planen, Bauen für die Zukunft. Das war eben dieses Ding, wo ich gesagt habe, beim BR-Flughafen, ey komm, das Ding ist in den Sand gesetzt. Ne? Also das darf halt einfach nicht mehr wieder passieren. Und immer bei diesen riesigen Dingern gibt es immer die Probleme. Ja Gott, also weil man einfach nicht ordentlich Nürburgring ermittelt. Ja, nee, es ist, ja. Ja. Es gibt halt immer wieder irgendjemand, der unseren nicht fachlich so fitten oder völlig überarbeiteten und nicht mit Kompetenz ausgestatteten Politikern irgendeinen Scheiß verkauft und sich damit bereichert. Und ja, gerade bei so Großprojekten sind die Summen und die Beeinträchtigungen der Bevölkerung gigantomanisch und das ist ja absurd und das ist, das muss sich ändern. Gigantomanisch. Cool, ne? Gibt es das Wort wirklich? Gigantomanie? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass es das nicht ist. Ist doch aus deinem gigantomanischen Abfallproduktionssystem. das war ein Witz. Der war schlecht. Und jetzt kommen wir zu WP31, Wohnverdichtung in Städten und Gemeinden. Da geht es eben darum, dass man das Land nicht weiter zersiedelt oder dass man eben nicht eben immer weiter in die Freifläche geht, um dort neue Wohngebiete zu erschließen, sondern stattdessen irgendwie auch mal Freiflächen im Innenbereich nutzt und versucht, die auszubauen und zu nutzen. Warum nicht? Ist grundsätzlich sinnvoll, natürlich, das zu nutzen, wenn möglich. Ja klar, auf jeden Fall. Also das ist, finde ich, auch sehr förderungswürdig. So ist es immer dann leichter zu versorgen. Dann hast du halt auch nicht die Probleme mit, also alles, was man dann so an Versorgungseinrichtungen und Grundausstattung braucht, das kann dann halt auch etwas zentraler liegen. Und ja. Jo. WP32. Förderung von Altbausanierung. Mhm. Yep. Also, da geht es eben um den kind- und altersgerechten Ausbau. Sowohl als auch die energetische Ertüchtigung. Also, ne? Ja, genau. Energieeffizienz. Ja, das ist natürlich wieder das sind Geld, was in die Hand genommen werden muss. Haushalt. Ja, aber genau das ist halt eben die Frage, was ist für kommende Generationen wichtiger, dass sie eine gewisse Infrastruktur haben, dass sie energiearme Häuser haben, ist natürlich auf die Zukunft gesehen deutlich wichtiger, dieses Ressourcenproblem fällt uns immer eher auf die Füße. Wenn man das auch im Zusammenhang mit dem Energieantrag zum Beispiel sieht, dann ist es natürlich auf jeden Fall sinnvoll, auch da was zu machen, dass man eben die Altbauten mal dicht macht und mal irgendwie halbwegs so renoviert, dass er, oder nicht halbwegs, sondern vernünftig so saniert, dass er eben auch eine gute Qualität haben von der Energie Effizienz oder wie man das nennt. Mhm. Und auch, dass sie eben kind- und altersgerecht sind. Ja, klar. Ja. WP33, Konversionsflächen der Bundeswehr. Ja. Mit der Umstrukturierung der Bundeswehr werden durch Konversion wieder große Flächen zur Verfügung stehen. Bei ortsnahen Flächen sind Kommunen für ihre Stadtplanung auf diese Flächen angewiesen, beispielsweise für Anlagen von Gewerbe- und Industriegebieten. Bei den vorhandenen Gebäuden ist im Sinne der Nachhaltigkeit eine Nachnutzung anzustreben. Ortsferne Flächen, zum Beispiel Truppenübungsplätze, sollen der Natur erhalten bleiben, renaturiert. Oder für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien genutzt werden. Mhm. Ja. Kann man machen. Ja.
Ja, Beispiel Prinz Rupina Heide. Da wurde ja ganz lange demonstriert und drum gekämpft, dass es nicht der nächste Bundeswehr-Truppenübungsplatz wird. Zumal war das ja jetzt auch nicht so, genau, Bombodrom. Ja. Zumal das ja jetzt auch nicht so das große Need ist auf mehr Übungsplätze, wenn man die Bundeswehr an sich insgesamt ein bisschen zurückfährt. Ja. Naja. Ja. WP 34. Kulturdenkmäler als Geschichtszeugnisse erhalten. Da geht es auch um die Förderung von der Denkmalpflege. Und ja, das finde ich auch durchaus erstrebenswert. Ja, das ist jetzt nicht nur Haushalt, ne? Weil da, wo du das erhältst, hast du natürlich auch touristische. Da hast du zumindest auch wieder Einnahmemöglichkeiten, genau. Da klar. Ist, ja. Genau, da ist. Ja. Nicht nur. Das ist nicht nur. Kosten. Nur Ausgaben. Genau. Obwohl langfristig hast du natürlich bei den anderen Sachen natürlich immer was davon. Ne? Ja. Ja, na klar. Das ist ja eben dann das, was. Ja. Gut. 35. Städtebauförderung als Element der nachhaltigen Stadtentwicklung. Schupp. Ja. Auch das halte ich für vernünftig. Ohne allerdings da im Detail wirklich. Ja, da geht es darum, dass Ahnung irgendwie von den Programmen die. Habe. Dass es diese Programme gab. Stadtumbau Ost, soziale Stadt und städtebaulicher Denkmalschutz. Solche Förderprogramme gab es wohl und die sind jetzt von Kürzungen betroffen. Der Antragsteller möchte eben, dass diese Kürzungen nicht durchgeführt werden. Aber wir müssen ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die armen Bayern, ne? Die zahlen ja immer für alles und die haushalten so gut und alle anderen geben das gute bayerische Geld aus und das ist doch auch gemein. Schwachsinnige! Euer Boss fährt! Ja, nee, finde ich gut. Wo kämen wir denn da hin? So, GP03. Wieder ein GP-Antrag. Ach, das ist Teil des oberen Antrages, der so lang fürs Grundgesetz war. Grundgesetz für unser Grundsatzprogramm. Also ich guck gerade mal, ob das jetzt wirklich. Warte mal, das war GP01, ne? Ja, ich glaube, GP01 ist grundlegende Reform. Genau. Schau mal, ob da bei dem Punkt mit den Richtern. Richter, ja. Ja, da bezieht sich das wieder auf die Justizpolitik und die Richter und Staatsanwälte sollen eben gewählt werden können. Aus dem jeweiligen Gericht. Das finde ich, nee. Also das überschneidet sich einerseits mit dem GP001, der das auch beinhaltet, aber in anderer Wortform. Aber ich finde es auch nicht so sinnvoll, wirklich jeden irgendwie zu wählen. Ja, vor allem auch Staatsanwälte. Und ich erahne. Ja, vor allem nicht also durch das. Also Unabhängigkeit der Justiz, ja. Ja, aber es ist halt, also ich meine, jetzt mal im Ernst, wie viele Leute, also das ist natürlich immer wieder, das ist ein Argument, was ich bei vielen anderen Dingen nicht gelten lassen würde oder sowas. Die Leute wissen ja schon so nicht, wen sie als Politiker wählen, was der alles so macht. Und wenn sie dann auch noch Richter, also ich meine, nee. Also ich möchte nicht, dass Richter dass wir Richter sich einem Wahlkampf alle 4 Jahre stellen müssen. Also dann hast du halt im Zweifelsfall irgendwie in Bayern irgendwie Richter gnadenlos da regelmäßig wieder gewählt. Ja, aber so ein Richter, ich meine, wenn du wählst Politiker, weil sie eine gewisse Position vertreten, wie sie irgendwie die Gesellschaft verändern wollen. Richter willst du, also ich meine, das macht gar nicht viel Sinn, weil die machen nur auf Grundlage der bestehenden Gesetze irgendwelche Urteile für die. Das kann man vielleicht nicht. Und ob die das nun scheiße machen oder nicht. Aber. Das ist natürlich doof, wenn der das scheiße macht. Die willst du das halt, ja, natürlich. Aber dann,
Du hast halt eben zum Beispiel die Hamburger Pressekammer oder sowas, aber dann gibt's halt eben die übergeordnete Rechtsinstanz. Das ist alles nicht so super und das sind langwierige Verfahren und es kostet Geld und es gibt super viel da im Justizwesen, was geändert werden müsste. Das ist in Brandenburg durchschnittliches Verwaltungsgerichtsverfahren, irgendwas von 10, 15 Jahren oder sowas. Das ist natürlich alles doof und so, aber nee, ich finde, ein Richterposten ist kein Amt, was auf Legislaturperioden und Wahlkampf vor dem Bürger. Nee, das ist. Also das heißt sogar Legislaturperioden. Warum? Weil es sich auf die Legislative bezieht. Also, naja, es ist halt irgendwie. Judikaturperiode. Ja, aber. Nee, finde ich nicht gut. Nee. Ja. Die Unabhängigkeit von Richtern, das sieht man ja zum Beispiel beim Verfassungsgericht, wo ganz viel Wert drauf gelegt wird, dass es unabhängig ist, und das finde ich auch großartig, hast du ja eben auch dieses Ding, das gewählt, und dann ist nicht mehr eine Wiederwahl, weil es eben in der Urteilsfindung oder in der Rechtsprechung kein Wahlkampf geführt werden soll. Das heißt, die werden gewählt, sind da, ich glaube, 14 Jahre ist die Periode, die sie da gewählt sind, und dann ist Schuss, dann ist Schicht. Weil man eben sagt, es kann nie, also es soll halt eben nicht angehen, dass sie, in dem Fall natürlich ist das die Bundesversammlung? Nee, wer wählt denn das? Also, Gottes Willen, ich weiß gar nicht genau, wer. Also im Prinzip aus dem Bundestag werden die ja gewählt, die Richter des Verfassungsgerichts. Ich weiß gar nicht, welches, wie die Zusammensetzung da ist, aber da will man eben auch das verhindern, dass die Bundesversammlung macht nur Präsi, aber Verfassungsrichter sollen eben nicht mit der Schere im Kopf wiedergewählt werden zu müssen, recht sprechen. Und genau das möchte ich auch nicht von normalen Richtern. Ich glaube, dass sie das im Zweifel wenig abhängiger macht, als es möglicherweise jetzt ist. Also das finde ich komisch. Und vor allem, wenn man das, weiß nicht, soll das jetzt nur für Amtsrichter gelten? Und wie sieht's mit Landesgerichten aus und? Nee, finde ich, das ist nichts. Also ich bin ja sehr für direkte Demokratie und demokratische Prozesse, aber ich bin nicht so dafür, dass man ganz viel Menschen wählt, die das dann für einen selbst machen, sondern eher, dass man Ideen wählt. Mhm. Die man dann irgendwie umgesetzt haben möchte. Also. Ja. Ja, und dass man eben, weiß ich, sich darüber einigt, ob demnächst Cannabis konsumiert werden darf, öffentlich oder nicht. Ja. Whatever. Öffentlich. Ja. Naja. Also, ich bin gegen den Antrag. Ja. Ich bin auch nicht dafür. Ich bin auch dagegen. WP45, multifunktionale Gestaltung der Städte und Gemeinden. Den fand ich genial, glaube ich. Das ist. Den verstehe ich nicht. Nee. So wirklich. Anpflanzung frei zugänglicher Nutzpflanzen. Ah. Also den fand ich ziemlich cool irgendwie. Also ich finde die Idee ziemlich cool, dass es eben so einen Garten gibt in der Stadt, wo dann eben jeder sich ein paar Erdbeeren holen kann oder ein paar Äpfel und so. So wie wir das an der Uni auch machen. Wo man sich so trifft. Genau, also ich finde das irgendwie witzig und interessant. Also das gibt es wohl schon in der Stadt Andernach und die hat da so ein Konzept. Ist das in Holland? Vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall klingt es sehr interessant und ich finde es irgendwie cool und fände es schön, wenn man sowas mal ausprobiert. Ja, finde ich auch. Wenn also ich meine, Cannabis legalisiert ist, ist das ja auch, da kommen wir da an der Hand. Yay! Es gibt ja in Brandenburg ganz viele Alleen, es gibt auch Obstbaumalleen und so und da kann man sich ja auch die Äpfel holen und sowas. Ja. Ist doch nett irgendwie. Na klar. Trifft man andere Leute und. Okay. Ja, isst du auch gerne Äpfel? Ja! Klasse. Ja. Ja. Cool. Dann haben wir wieder einen Grundsatzprogrammantrag. GP009. Unabhängige Kontrolle der Justiz durch gewählte Ombudsmänner. Ja. Ombudsmänner. Ja. Ombudsmänner wählen.
Du warst gerade so abgehackt. Ja, ich wusste nicht mehr weiter. Also, das ist wieder so ein... Was mir total fehlt, ist bei solchen Anträgen, ich meine, wir haben keine AG Justiz oder sowas. Mir fehlt jetzt die Diskussion zu dem Thema. Das ist mir auch irgendwie alles schon wieder zu detailliert und zu nicht grundsätzlich genug für ein Grundsatzprogramm. Ja. Es ist wieder Personen wählen, es sind ja bestimmte... Personen wählen, die man nicht kennt, wo man dann irgendwie die Vermutung hat, dass die eventuell das Gericht kontrollieren können. Ich bräuchte darüber auch eine aus... Ja... Oder dass die Justiz kontrollieren können. Es ist schwierig. Ja, also da mal anhören, was dazu gesagt wird. Also klar, möglicherweise gibt es Probleme oder... Es gibt sicherlich auch Probleme in der Justiz, aber ja, also ich verstehe jetzt nicht. Also das wirkt für mich so, das sind ja Aufgaben, die tatsächlich jetzt auch schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen werden. Rechtsstaat und so. Und ja, ich weiß es nicht. Also ob das halt wirklich so besser ist, wenn wir für alles jetzt irgendwie von der Bevölkerung Leute wählen lassen und ob man da nicht anderweitig irgendwelche Strukturen schafft. Oder bestehende verbessert und anpasst. Ja, keine Ahnung. Ja, ja. Also finde ich jetzt erstmal so... Begeistert mich nicht so wie der davor. Nee. WP037 ist Brauch- und Trinkwasserantrag. Komischer Titel. ja, da geht's um die dezentrale Versorgung mit Brauch- und Trinkwasser. Ja. Ja. Ist das nicht grundsätzlich so? Ja, ich wundere mich auch gerade, ob das geht nicht das so anders? Ist. Ich meine, in Deutschland haben wir doch das Phänomen, dass der eigentlich egal, wo du bist, in den runterbuddelst und hast Wasser. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir in Deutschland das zentralisiert hätten. Also ich meine, klar, natürlich sind es dann irgendwie die Stadtwerke oder irgendwelche schwachsinnig privatisierten und zurückgemieteten Public-Private-Partnership-Verarschungen oder sowas. Das ist natürlich eher dann doof, aber es ist doch eh schon weitestgehend dezentral, oder? Die Wasserversorgung. Also ich wüsste nicht, wie das anders läuft. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier zum Beispiel durch private Brunnen oder sowas. Ach so. Dass es darum geht. Dass man sich eben selbst versorgt mit das Trinkwasser. Das finde ich zum Beispiel problematisch. Also sich selbst mit Brauch- und Trinkwasser zu versorgen. Unter Prüfung der Verträglichkeit für den Grundwasserspiegel und die Auswirkungen der Natur. Das ist halt, also möchtest du es machen, dann wird es vielleicht dadurch, kann es dadurch natürlich ein Problem werden. Erstmal, ist es die Frage, wie das dann natürlich auch mit dem Abwasser funktioniert. Also du hast ja dann, also wir haben ja, bei uns ist ja im Trinkwasser auch gleichzeitig die Abwassergebühr mit drin. Also du zahlst ja, wenn du dein Wasser aus dem Hahn beziehst, bezahlst du in dem Moment nicht das, was nur aus dem Hahn kommt, sondern auch gleichzeitig die Entsorgung derselbigen Menge. Das heißt, das wird also ein Problem. Wie wird das dann stattfinden? Es gibt in bestimmten Gemeinden dann ja eben die Möglichkeit oder so, dass du dann eine zweite Wasserzähluhr hast, wenn du zum Beispiel den Garten bewässerst, weil das ja eben dann nicht in die Kanalisation zurückgeleitet wird, weil es dann eben zur Gartenbewässerung da ist. Also wie willst du dann von dem selbstbezogenen Wasser dann eben die Abwasserverrechnungsgeschichte machen? Gut, da könnte man vielleicht da irgendwas zählen, keine Ahnung, inwieweit das gut funktioniert. Aber ich bezweifle, dass das so einfach möglich ist zu kontrollieren, dass dann eben da, also ich befürchte, dass der Aufwand ist zu kontrollieren, dass eben nicht Unmengen entnommen werden, die dann eben ein Absenken des Grundwasserspiegels zur Folge haben und weiß der Geier was, dass das halt alles irgendwie nicht so einfach zu handhaben ist. Aber da bin ich halt auch nicht fachlich genug. Ich weiß, dass wir auch mal einen Brunnen geschlagen hatten. Jetzt überlege ich gerade, ob das legal war. Ist ja egal. ja, ich weiß es nicht. Also
da würde ich gerne was zu hören, inwieweit das tatsächlich dann auch möglich ist und wie das dann kontrolliert werden sollte. Also weiß ich nicht. Bei Seen hat man es ja in einem gewissen Maße. Also wenn du Anrainer eines Sees bist, da hast, darfst du es ja das Wasser zu einem gewissen Maße nutzen. Das ist dann so ein Anwohnerrecht. Aber ja. Und auch als Nicht-Anliga darfst du ja Seen zum Beispiel zum Schwimmen oder sonst irgendwas nutzen, so Gemeingebrauch. Ja, weiß ich nicht. Also, gespannt auf die Diskussion. Oder auf die Frage. Naja, gut, also ich meine, es soll ja kontrolliert werden, ja. Also ich finde es schon irgendwie sinnvoll, das zu dezentralisieren und auch irgendwie so ein bisschen so. Ich find, meinst du nicht, dass es einheitlich reicht, also wenn es auf einer Gemeindeebene ist? Also das ist ja eh so, dass wir das Wasser in Deutschland eben, wie gesagt, lokal beziehen können. Ist ja nicht so, dass wir da irgendwie jetzt Wasser aus Israel ankarren oder sowas. Okay, die haben auch keins. Aber es ist ja, also wir haben es ja hier überall. Und das ist für mich irgendwie eher so ein Plattformneutralitätsding, dass der Staat das bieten muss. Also es ist halt so, das gehört für mich zur Grundversorgung und ich glaube oder ich bezweifle, dass das jeder selber vernünftig einzeln handhabt, beziehungsweise wenn man das so macht, muss man da wieder Überwachung und muss man das halt auch wieder kontrollieren und da sehe ich halt so, ich sehe nicht so wirklich den Bedarf, das lokal zu machen, also einzeln zu machen, jeder individuell eine eigene Pumpe oder sonst irgendwas. Ich sehe, dass das in Ausnahmefällen, wo es aus Gründen notwendig ist, vielleicht gemacht werden kann, okay, aber ich sehe nicht wirklich einen Grund dafür, dass das jeder einzeln anzapfen sollte. Und ich wüsste nicht warum. Und es wird eh schon so lokal gemacht, als dass es eh die lokalen Stadtwerke oder was auch immer sind. In welcher Form das ist, privatwirtschaftlich, genossenschaftlich oder sonst irgendwas, da kann man mit mir wunderbar drüber streiten. Da kann man bestimmt aber drüber streiten. Da kann man auch wirklich was ändern. Gar keine Frage, aber dass wirklich jeder das Recht haben soll, da irgendwie groß einfach ins Wasser reinzuziehen, nee, also ich sehe den Sinn nicht, wüsste nicht warum. Also das ist für mich eine klassische Versorgungsaufgabe des Staates. Und das... Wobei, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an diese Diskussion von wir müssen reden. So von wegen... Jeder baut sich seine eigene Infrastruktur. Ja. Ja. Ja, nee, also ich bin da echt ein Freund von... Wo sie Sascha Lobo angeprangert haben dafür, dass er, jeder setzt sich seinen eigenen Blog auf und sowas. Ja, okay. Ja, also ich sehe da halt eben nicht so das große Problem. Also ich sehe es zum Beispiel, ganz anders ist es zum Beispiel bei der Energieversorgung. Ne? Also wenn du da eben die Alternative hast, da ist es halt eben nicht lokal, im Zweifel. Da kommen jetzt die ganzen schwachsinnigen Großkraftwerkbesitzer, die ja jetzt irgendwie merken, dass sie irgendwie so voll die Zeit verpeilt haben, kommen ja jetzt auch daher und sagen, naja gut, wenn nicht der Atommeiler oder gigantomanisches irgendwas Kraftwerk, dann aber jetzt wenigstens ein riesen Windpark, wo wir die einzigen sind und die mit der dicken Leistung, damit wir hier quasi Monopol weiter erhalten. Also bloß nicht auf dezentral gehen. Das ist was anderes. Da sehe ich das Bedürfnis schon. Aber eben bei Wasser, das wird vor Ort entnommen. Und das möchte ich doch ganz gerne irgendwie weitestgehend kontrolliert oder ja. Ja. Also ich sehe keine Unterversorgung, ich sehe nicht, dass es in Deutschland über große Strecken transportiert werden muss. Und ich sehe keinen Grund, dass man das dann noch kleinteiliger macht. Ich sehe eher, dass es dann ineffektiver wird. Und eben vor allem, dass es eben nicht vernünftig kontrolliert und. Und wie läuft das dann mit dem... Nee, also deswegen, da bin ich eigentlich eher dagegen, gegen diesen Antrag. Ja, den gibt's jetzt gleich nochmal als GP004, als Grundsatzprogramm. Ja. Diskussion können wir uns ja dann da sparen. Genau, da bin ich dann dafür, im Grundsatzprogramm soll auch ein... Wo waren wir? Wir waren bei dem Antrag WP38, wenn ich mich nicht irre. 38. Landwirtschaft. Ja, der ist sehr allgemein. Ja, schon fast ein Grundsatzprogrammantrag, aber ja.
Ich glaube, den kann man sich ins Wahlprogramm schreiben. Ja, ressourcenschonende Landwirtschaft, gesunde Produkte hervorbringen und faires Einkommen. Ja, das klingt nett. Genau, das kann man machen. Dann haben wir will das nicht jeder? Das hat doch jeder im Programm zu stehen, oder? Na klar. Also jede Partei, oder? Die FDP bestimmt nicht. Das soll der Markt bestimmen. Ach so, ja genau. Also ein faires Einkommen mit Sicherheit nicht. Ne? Nein, das bestimmt der Markt. Genau. Aber der Markt bestimmt immer fair. WP 39, Biodiversität. Ja, Diversität auch das erhalten. Ja. Und fördern. Finde ich sinnvoll. Ja. Das sehe ich ähnlich. Genau, das ist auch irgendwie wichtig. Ja. Gut, man muss es natürlich nicht auf Teufel komm raus machen. Es gibt halt ständig Arten, die irgendwie aussterben. Aber es gibt auch neue. Genau. Ist natürlich dann schade, wenn irgendwelche Arten aussterben, aber... Ach, da zum Beispiel in der Politik ist das ganz angenehm manchmal, wenn die FDP ausstirbt und die Piraten neu formen. Hack mal nicht so viel auf der FDP rum. Die haben doch auch ihre Daseinsberechtigung. Das ist wie Babys treten. Mal gehabt. Das ist so einfach. Die hatten doch auch mal ihre Daseinsberechtigung. Ja, die hatten ja auch mal vernünftige Menschen. Inzwischen nicht mehr, aber... Nee, nicht so wirklich. Ja, WP 40... Gentechnik und Patente in der Landwirtschaft. Ja. Jein. Also Patente, nein. Also Patente auf Tiere und Pflanzen will ich nicht haben. Ich finde, Patente sind so schon ein Riesenhindernis. Ich meine, guck dir den Irrsinn an, der im IT-Bereich da abgeht, ne, wo jeder blauer Fortschrittsbalken, gelber Fortschrittsbalken von irgendeinem Schwachsinnigen patentiert wird. Und das sollte es bei Leben gar nicht geben, um Gottes Willen. Das, finde ich, ist abzulehnen. Aber. Gentechnik per se ablehnen, finde ich irgendwie blöd. Ja. Vor allem, wenn wir das mit den Patenten weghaben. Irgendwie dann ist eine Kreuzung, ist auch Gentechnik. Ja. Gut, man spielt jetzt nicht direkt so mit der Pinzette oder was auch immer daran rum, aber. Ja, das du ist hast ja halt, nicht per se böse. Nee, du hast gut, halt bei der Gentechnik überspringst du halt den Kram. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine, rein theoretisch, ne, nehmen wir an, du willst ein Schwein, was mehr Rippen hat, dann nimmst du das halt und nimmst Nachkommen und killst alle, bis auf die irgendwie in die Richtung gehen. Und ne, du kannst es dann halt hinkriegen mit ganz viel Züchtung und ganz viel, in Anführungsstrichen, Abfallprodukten. Und das kannst du aber dann vielleicht einfacher machen, wenn du es mit Gentechnik machst. Und überspringst eben diesen Prozess. Ja. Und natürlich gibt's da Auswüchse und Sachen, die problematisch sind, gar keine Frage. Also so dieses Roundup-Ready-Mais-Zeug ist ziemlich absurd. Also dass man da irgendeine Pflanze so tunt, dass sie gegen ein Megagift resistent ist und bei dem alles andere verreckt. Und das essen wir dann. Das Produkt, das ist dann schon absurd. Aber das ist nicht das, was ich mir unter Gentechnik vorstelle. Das ist nämlich irgendwie... Gentechnik ist halt auch mehr. Ja, also wenn man irgendwie Produkte optimiert oder Pflanzen optimiert, die dann irgendwie dickere Beeren herstellen oder was auch immer. Ja, weniger Wasser verbrauchen oder... Dann ist es ja nicht per se böse. Ja. Wenn denn solche Sachen rauskommen wie dieser Mais, dann ist es schon irgendwie krank. Ja. Aber ich glaube, dass man da halt auch, also momentan ist diese Forschung weitestgehend im privaten Sektor. Und warum? Weil es eben die Patente da gibt und man halt da eben sein Patent draufknallen kann und damit eben Schweine viel Geld verdienen kann. Und deswegen bin ich gegen pauschale Ablehnung von Gentechnik. Das kann ja auch vernünftig sein. Und auch wenn da viele sagen, das geht nicht. Ich glaube, dass jenseits des Privatsektors eine solche Forschung durchaus auch vernünftige Ausmaße annehmen kann. Eben nicht den Monsantos BASF Bayer Weg, sondern da eben auch durchaus zu sinnvollen Nutzarten oder zu sinnvollen Nutzungen führen kann. Ja. Ich sehe jetzt auch nicht so das große Problem. Aber gegen Patente, also wäre schön, per se abzulehnen. Genau. Schön, weil man dafür da irgendwie nur bisher nur schlechte Dokus oder nicht schlechte Dokus über schlechte Dinge gesehen hat.
die damit gemacht werden. Ich meine, wir sind ja nicht die Technik- oder die Fortschrittsfeindlichkeitspartei, sondern sollten halt schon irgendwie sachlich an solche Sachen rangehen. Ja. Ja. Und der Antrag ist irgendwie nicht sachlich. Auch wenn es so viel Zustimmung da schon dazu gibt. Ich finde ihn in puncto Patente super, in puncto Gentechnik ist böse, ein bisschen übertrieben. Ja. Ja. WP41, Haftung für Gentechnik in der Landwirtschaft. Ja. Ja. Also, es kommt halt darauf an, worum es geht, ne? Also, wenn es darum geht, dass irgendwie Bauer so und so doch irgendwas benutzt hat, was nicht das tut, was es tun sollte, Pflanze irgendwie, keine Ahnung, eine Pflanze, die nicht das tut, was sie tun sollte, und er hat halt dafür bezahlt und ich glaube, es geht eher um den halt den Schaden irgendwie, ja. Ja, also es ja, ich glaube, dass es auch vor allem um den Nachbarschutz geht, also für Anliegende. Also wenn da Schäden entstehen. Das sollte man vielleicht mal klären. Also darüber sollte man vielleicht dann nochmal reden, worum es da genau geht, weil ich finde jetzt die in Anführungsstrichen Verseuchung von Nicht-Gentechnik-Feldern mit Gentechnik-Zeug irgendwie nicht so wirklich verseuchend. Naja, wobei es eben, wie gesagt, da auch das Problem gibt, dass es ja durchaus diese Label gibt und da gibt ja dann diese Label, die sagen hier Gentechnik frei, was auch immer da mit, was das an Aussage ist. Und dann hast du eben, abgesehen von dem Patent-Fu, dass derjenige, dessen Feld kontaminiert wird, durch patentrechtlich geschütztes Saatgut, dass der dann da zu Lizenzgebührenzahlungen verdonnert werden soll, was absurd ist. Was in Amerika aber die Regel ist, durch Monsanto. Abgesehen davon kann jemand, der eben einem solchen Label angehört oder einem solchen Verband angehört, wie zum Beispiel Demeter oder so, dessen Produkte oder dessen Absatz von seinen Produkten hängt davon ab, dass er eben gentechnikfrei ist. Und wenn er dann also kontaminiert wird und damit im Prinzip diesen Ansprüchen dieses Labels, wie sinnvoll das auch immer sein mag, nicht mehr entspricht und deswegen seine Produkte nicht mehr als gentechnikfrei unter diesem Label verkaufen kann, in dem Bauernverband, in dem er ist, dann entsteht für ihn ein Schaden. Dann ist es also, ne, auch wenn wir beide da vielleicht eine andere Haltung haben zu Gentechnik und solchen Geschichten, dann ist das aber ein wirtschaftlicher Schaden, der ihm entsteht. Und dafür haftbar zu machen, wäre ja vielleicht doch sinnvoll. Das kann man ja durchaus verhindern, indem eben solche gentechnischen veränderten Pflanzen beispielsweise eben nicht mehr potentes Saatgut abgeben. Ne? Das ist ja auch der Trick, um immer wieder Saatgut verkaufen zu können. Wie ist es denn jetzt? Ich weiß es nicht. Hat man nicht ein ähnliches Beispiel, wenn du ein Feld hast, wo eben mit Pestiziden besprüht wird und daneben ist ein Feld, was halt nur irgendwie biologisch ohne irgendwelche giftigen Stoffe. Das stimmt, und du müsstest das kreuzt da eigentlich ein, klar, einen Schadensersatzanspruch haben. Dann ist es doch auch in Anführungsstrichen verseucht. Ja, klar. Und das nicht stimmt. Mehr nur Bio. Ja, dann dürftest du durch unerlaubte Handlung spielen. Also du müsstest zivilrechtlich auf jeden Fall Schadensersatzansprüche haben, sowieso schon. Ist halt die Frage des Beweises, ja gut, okay, aber das sollte ja auch dann nicht das Problem sein. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was ich besser finde. Ob man da jetzt irgendwelche mit der Giftkeule draufhaut auf das Feld. Oder ob man das irgendwie genetisch manipuliert, dass es eben nicht mehr im Prinzip durch gewisse Sachen befallen werden kann. Im Prinzip hast du das Gleiche. Ist ja alles, was wir heutzutage an Nutzpflanzen nutzen, ist genetisch, ist alles, genetisch, ja, genau, manipuliert. Es ist nur halt über die Züchtung, es ist über den langwierigen Weg gemacht worden. Ich meine, Diversität erhalten, das ist halt irgendwie wichtig, weil wenn du jetzt nur noch eine Sorte hast,
dann ist sie natürlich ruckzuck tot, wenn die einmal irgendwie einen Befall hat von irgendwas, was ja. die Art vernichtet, ja? Die Art der Pflanze. Dann ist, geht der Befall natürlich von einem Feld aufs nächste. Und dann ist Feierabend. Wenn es da eben keine Diversität gibt. Da kommt auch noch ein Antrag dazu später noch. Ja. Aber also genau, diesen Haftungsantrag, ja, da bin ich unentschlossen, da höre ich mir mal an. Dann WP 42, Grundlagen der Tierhaltung. Das Problem, sobald man den Markt die Tierhaltung überlässt, ist natürlich eher auf maximalen Ertrag getrimmt. Und ja, empfiehlt sich jedem mal nachzuschauen, wie so seine Fleischprodukte auf den Teller kommen, beziehungsweise wie das 49 Cent Hackfleisch so großgezogen wird und lebt. Das ist großartig. Kann man unterstützen, würde ich sagen. Ist in Konkurrenz zu dem anderen Antrag, den wir vorhin angesprochen hatten. Stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die Nummer da steht. Nee, leider nicht, aber ja. Muss man dann gucken, was sich irgendwie schöner anhört. Mhm. Pflege tradierter Rassen und Sorten ist der WP043. Was so Saatgut und so angeht, bin ich auch dafür. Das ist ja eben diese Diversifizierungsding. Und dass man halt vor allem Saatgut schützt, dass man bestimmte Sorten erhält und so. Mein Problem, was ich damit teilweise sehe, ist eben auch diese, oder was ich, also nein, ich bin total dafür, klar, natürlich. Aber es sollte nicht übertrieben werden. Also, es gibt da teilweise eben dieses quasi religiöse, früher war alles besser Ding und ich habe also bei dem Antrag, den finde ich gut, soweit, aber ich möchte damit nicht irgendwie, dass der Eindruck entsteht, dass wir jetzt irgendwie so uns künftigen Entwicklungen, also ich meine, Züchtung wird es immer weitergeben und unsere Züchtungsmöglichkeiten strecken sich jetzt durch Gentechnik auf andere Arten und Weisen und so weiter, also es soll nicht den künftigen neue Abformen oder sowas dann diskriminieren sozusagen. Aber das sehe ich jetzt auch aus dem Antrag erstmal nicht. Aber Es gibt ja so Projekte hier von wegen im hohen Norden, im Eis, da solche Saatgutdatenbanken anzulegen, wo man dann eben Pflanzen hat, die zum Beispiel auch in Überschwemmungsgebieten wachsen oder sowas. Und häufig ist es auch ein Patentding, bestimmte Sorten nicht mehr produziert werden können, weil da irgendjemand die Hand drauf hat, wirtschaftlich gesehen. Und das ist natürlich auch zu verhindern. Und ja, es ist schon vernünftig, ja. So viel wie möglich Vielfalt zu gewähren und zu halten. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und bei Nutztieren ist das auch sehr sinnvoll. Jetzt kommt der chronische Botulismus. Als Tierseuche anerkannt. WP44. Kann ich gar nichts zu sagen. Kenne ich mich nicht aus. Nee. Kann ich nichts zu sagen. Ich kenne mich da auch nicht aus. Also ich habe hier nur unten diesen Kommentar, dass es wohl in Einzelfällen auftritt. Ich weiß nicht, ob Einzelfälle dann schon eine Tierseuche sind. Keine Ahnung, ich habe da keine Expertise. Ich weiß ja, nicht, keine wie Ahnung. Das problematisch ist. Schauen wir mal, wie das so verläuft. Dann Antrag, wieder ein Grundsatzprogrammantrag, Grundsatzprogrammantrag 10, Erweiterung des Straftatbestandes des Paragraphen 339 StGB um das Merkmal der Fahrlässigkeit. Geht nicht, würde ich sagen. Also, nee, also 339 ist Straftaten im Amts, beziehungsweise hier Rechtsbeugung. Und das ist ein Vorsatzdelikt. Also, das kann nicht fahrlässig geschehen. Und wenn es fahrlässig geschieht oder wenn fahrlässig rechtsbeugen geht halt nicht, weil man beugt das Recht zugunsten eines am Rechtsstreit Beteiligten und das kann halt nicht fahrlässig passieren, außer eben in dem Sinne, als dass natürlich vielleicht irgendwie möglicherweise eine Sympathienlage für den Anwalt oder sonst irgendwas ist, aber das geht eigentlich nicht fahrlässig. Und wenn es fahrlässig geht, also wenn ein Fehler in der Rechtsanwendung stattgefunden hat und eine höhere Instanz den Fehler korrigiert, dann müssten alle Gerichtsurteile, die eine vorherinstanzliche Entscheidung aufheben oder korrigieren,
müssten automatisch zu einer Einleitung eines Strafverfahrens gegen die beteiligten Richter vonstatten gehen. Das geht nicht. Also das ist, das funktioniert halt nicht. Also der Antrag und fürs Grundsatzprogramm finde ich ihn sowieso nicht passend. Also da wäre er eh für mich zu konkret. Aber wie gesagt, das funktioniert halt nicht. Okay. So meine. Okay. Meine Sicht der Dinge. Dann sind wir beim nächsten Antrag, der Biodiversitätsantrag. Ist das der gleiche Antrag ja. wie fürs Wahlprogramm? Ja. Ja, ja. Dann GP 005. Ins Grundsatzprogramm? Ja. Nee, ich finde nicht so richtig. Ich weiß weißt du auch wieder, das weil ist, er wieder. Es ist nicht so wirklich grundsätzlich. Ja. Also, es. Weil er zu konkret. Es sind halt konkrete Forderungen so. Ja. Auf ein umweltverträgliches Maß reduziert werden. Das ist eigentlich nicht so für das Grundsatzprogramm. Da sollen eigentlich konkrete Visionen so stehen. Und ich finde den einfach nicht so wirklich grundsätzlich. Aber gut, es geht eigentlich. Also man kann ihn nehmen, aber es muss nicht. Ja. Da hatten wir schon andere, aber ja. Dann das gleiche für die Gentechnik und Patente in der Landwirtschaft. Da bin ich also gegen. Ja, ich auch. Aus den gentechnikfeindlichen Gründen eben. Also da wäre ich eher noch dafür zu sagen, aus Gründen dadurch, dass es eben leider keinen Antrag nur für Patente gibt. Wäre ich, also nur gegen Patente wäre ich fürs Wahlprogramm vielleicht noch geneigt, im Zweifel zu sagen, okay, ich schluck die Pille mit der Gentechnikfreiheitsgeschichte und pack das mit ins Wahlprogramm. Als Grundsatzprogramm möchte ich das nicht haben. Nee, da schon gar nicht. Ja. Dann der nächste Antrag, ja auch wieder zerstückelt, der große aus dem großen Antrag, keine Geheimjustiz in familienrechtlichen Verfahren bei der Kindesbefragung. Nee, nicht ins Grundsatzprogramm. Klingt schon so. Ganz klar, nicht ins Grundsatzprogramm und so, schon der Titel ist so, ich weiß nicht. Es reicht mir schon, also es genügt schon, dass das nicht ins Grundsatzprogramm passt, weil zu. Nee, also geht nicht. Gut. Der WP 46, die Lärmkartierung. Ja. Aber Datensparsamkeit. Machen wir. Na klar, also Lärmkartierung. Was wir haben, stellen wir öffentlich und. Auf jeden Fall. Ich meine, das Problem, oder der Antrag, den gab es ja beim letzten Mal schon, und da war das Problem, dass da relativ pauschal stand, dass eben eine Lärmkartierung durchgeführt werden soll. Und der Kritikpunkt war, dass man nicht überall, oder dass man sich das nicht leisten könne, überall eine Lärmkartierung durchzuführen. Obwohl der Antragsteller eigentlich nur meinte, dass die vorhandenen Daten veröffentlicht werden sollten. Und hier steht es jetzt hoffentlich genauso drin. Ich habe mir den zwar durchgelesen, aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber alle vorhandenen Daten sollen nach dem Open Data Prinzip transparent und maschinenlesbar im Internet veröffentlicht werden, um eine dynamische, idealerweise webbasierte Darstellung der Einzel- und Gesamtbelastung zu ermöglichen und so weiter und so fort. Ja. Also genau, also Daten öffentlich machen und die Entwickler von auch was auch immer können sich dann da draußen machen, was sie wollen. Da gibt es bestimmt dann bald eine App. Genau, App, eine Lautstärke-App. Hier ist es laut, hier ist es leise. Das Land Brandenburg in Lautstärke-Kartier. WP 47, Liberalisierung des Bestattungsgesetzes. Den kenne ich schon relativ lange. Den gibt's, oder der ist, glaube ich, aus dem Bundesliquid. Mhm. Dass man eben auf Wunsch eben auch seine Toten mitnehmen kann. Aber nur die ja, die Asche. Ja, ja. Ja. Beziehungsweise wenn die Bedingung eines Ruheortes, eines Totenruheortes, wie auch immer, dem eines Friedhofes entsprechen, dann eben auch den Kadaver. Ich weiß nicht, wie man den Leichnam, wie auch immer. Finde ich gut. Ich muss es eigentlich nicht, ich weiß nicht, diese zwingende Friedhöfe-Geschichte ist halt ja nicht wirklich. Ich finde auch diese Idee mit den Friedwäldern sehr schön, wo man ja auch dann
dem Friedhofsgesetz noch ein bisschen entspricht, wo man dann halt eben die Aschen, die Urnen vergraben kann und so. Bei dem Leichnam finde ich es halt, da, wie gesagt, aber da steht ja da drin auch, dass es halt eben, wenn es angemessen ist und so weiter, das ist da sicherlich etwas komplizierter. Ja. Als mit einem, weil da musst du halt eben auch gucken, wenn, ich meine, wenn du jetzt Oma im Garten vergräbst und in 5 Jahren das Haus verkauft und dann legt der da irgendwie, weiß ich nicht, eine Anlage für Erdwärmenutzung und so weiter und findet da Oma, ist das halt auch nicht so doll. Also das ist halt so die Frage, wie man das dann tatsächlich bei Leichnamen machen möchte. Bei Asche sehe ich da weitaus weniger Probleme. Salzurne, Feierabend und dann ist das Ding nach ein paar Wochen weg. Ja, oder du verteilst die Asche auf der Wiese oder sowas. Eben, genau, meine, das ist alles in Ordnung. Beim Leichnam sehe ich es halt problematischer, wie man das hinkriegen will. Also wie willst du, ne? Liegt da halt eine Weile rum. Ja, na genau, dann müssen das, eben die Bedingungen die da Bedingungen sein, aber das steht ja da. Genau. Das steht ja da und von daher habe ich nichts gegen den Antrag. Nö, ich auch nicht. Finde ich gut. Vollständige GP012, vollständige technische Aufzeichnung von Gerichtsverhandlungen zur Protokollierung. Tja, es gibt ja schon Protokolle. GP, schon wieder das Problem. Ja. Grundsatzprogramm, ist das Grundsatzprogramm? Nein, ist es nicht. Definitiv nicht. Das ist eine konkrete Handlungsempfehlung, das ist kein Grundsatzprogramm. Tja. Verfahren so, ja. Wahlprogramm vielleicht, ja. Das war der GP012. Das war der 12. Dann GP13, geregelte und verpflichtende Dienstzeit für Richter. Sehe ich keinen wirklichen Bedarf für und verstehe ich nicht so wirklich. Also braucht man das? Ja, das Problem ist ja, Richter sind grundsätzlich extrem faul und deswegen arbeiten die nie. Ja, klar, die haben ja auch Gott sei Dank haben ja nie irgendwie nichts zu tun. Und deswegen braucht man da mal... Ich empfehle jedem mal ein Praktikum in einem Gericht zu machen, um zu sehen, was für faule Menschen das sind, wie wenig die zu tun haben und wie unterlastet die sind. Und dass sie so diese Verfahren so in die Länge schleppen, es ist echt so, ja. Also keine Ahnung, ich finde, das wirkt für mich erstmal wie so ein Neidantrag irgendwie, so nach dem Motto. Also das ist so, alle haben irgendwie, ich bin ein totaler Fan von dem 9-to-5-Arbeitstag, gar keine Frage. Und ich glaube, es gibt viele Berufe, wo es nicht unbedingt notwendig ist. Und bei den Richtern hat man das tatsächlich halt so. Ich habe im Landgericht bei einem Richter unter anderem mal ein Praktikum. Ich habe in mehreren Gerichten Praktika gemacht, unter anderem im Landgericht. Und da war ganz klar, das war so ein Richter, der halt auch gerne länger geschlafen hat. Und der war halt immer um 10 erst da. Ja, aber so what? Er hat seine Gerichtsverhandlung gehabt. Der Typ hat auch kaum Privatleben, weil er wirklich irgendwie so in seinem Job aufgegangen ist. Ein absoluter Nerd. Aber es ist halt nun mal nicht notwendig, dass seine Präsenz am Arbeitsplatz da ist. Er hat seinen Zugang zu den elektronischen Datenbanken. Er kann de facto von überall arbeiten. Das Einzige, wo er halt eben anwesend sein muss, ist natürlich bei den Verhandlungen. Das ist für mich eher so ein, ich will aber, dass der auch seine 8 Stunden da irgendwo in einem Büro sitzt, Ding. Also ich finde eher, da sollte man eher, es gibt bestimmte Berufe, wo es leider notwendig ist, dass eine Anwesenheit am Arbeitsplatz da ist oder sowas, oder wo sowas da ist, so, ne? Wenn Öffnungszeiten da sind oder sowas. Aber beim Richter, nö, weiß ich nicht. Ich sehe nicht den sachlichen Grund dafür. Dann geht es genau um das Gegenteil, weil der Richter immer so viel Überstunden machen muss und so. Ja, das wird ja sein, ja. Aber scheißegal, ist kein Grundsatzprogrammantrag. Das sowieso nicht, stimmt. Da haben wir es ja eh schon rausgekegelt dann, ja. So, statistische Grundlagen fürs Waffenrecht. Es ist jetzt der GP48, der eben die Transparenz im Waffen, was den Waffenmissbrauch angeht, haben will. Von legalen Waffen, ja. Und genau, und da hatten wir ja gesagt, ganz am Anfang, dass man das machen sollte und dass das nur sinnvoll ist, um eben da auch mal eine Abschätzung durchzuführen, wie viel Missbrauch da betrieben wird und so. Genau. GP14.
jährliche personelle Rotation zu richterlichen Zuständigkeiten. Da geht es um die, was war das, um die Geschäftsverteilungspläne von Gerichten. Also was die sachliche Zuständigkeit angeht, also es soll darauf geachtet werden, dass das regelmäßig durchwechselt, damit nicht im Prinzip immer die gleichen Personen sich gegenüberstehen. Man kennt sich dann ja irgendwie schon als Anwalt und Richter, man hat immer die gleichen Sachen da und hat möglicherweise sogar die gleichen Verfahrensbeteiligten. Das mag sein, aber das kann man ja durchaus zum Beispiel ändern, indem man die Verteilung nach Anfangsbuchstaben der Prozessbeteiligten, wird ja auch unterschieden, durchrotieren lässt. Da wäre ich dafür. Was die Sachgebiete angeht, wäre ich für eine Effizienz dagegen. Also dass halt der Richter, wo ich im Landgericht beispielsweise war, hat sich mit Bankensachen hauptsächlich auseinandergesetzt, da ging es hauptsächlich um Grundschuldfälle. Da bist du dann halt schnell auch sehr tief drin und du hast dann entsprechendes Fachwissen, entsprechende Qualifikation in dem Bereich und natürlich ist die Theorie unserer Juristenausbildung so, dass am Ende jeder Absolvent und jeder, der seine zweite juristische Staatsprüfung abgelegt hat, potenziell befähigt ist, Verfassungsrichter zu werden und theoretisch in jedem Rechtsgebiet Fachmann werden können soll. Praktisch ist das aber einfach nicht machbar aufgrund der Stofffülle, aufgrund der sehr kleinteiligen und sehr speziellen Diskussionen und so weiter. Deswegen halte ich das auch nicht für sinnvoll, unbedingt zu machen im Bereich der Rechtspflege, da also die Richter wirklich auch immer sachbereichsfremd jedes Jahr oder immer in einem anderen Sachbereich einzuteilen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich. Das sagt der angehende Jurist und der nicht angehende Jurist sagt ganz dumm, passt nicht ins Grundsatzprogramm. Stimmt. Da hätten wir uns ja schon studieren können. Da sage ich inhaltlich was dazu. Naja. Ja, aber ist ja gut. Ja. WP 49. Verbindliche Prüfung der Beschlussfähigkeit von Parlamenten. Ja, da wird darauf angespielt, dass dieser Antrag zum Meldegesetz da durchgewunken wurde. Mit den drei Hanseln, die da im Bundestag waren. Und eigentlich waren die nicht beschlussfähig, aber die konnten die Beschlussfähigkeit nicht aufheben, weil es zu wenig Leute da waren oder so. Nein. Also beim Bundestag ist es so, das müsste in der Geschäftsordnung geregelt sein, denke ich mal, dass diese mangelnde Beschlussfähigkeit heilbar ist. Und dass es eigentlich nicht stört, solange nicht jemand beantragt, dass die Beschlussfähigkeit des Bundestages festgestellt wird. Das hat dann Effizienzgründe, warum man das macht. Und das kann durchaus, also ich habe es mir, ich kann es verstehen, dass es durchaus richtig sein kann und vernünftig sein kann, dass eben dann, weil wir beklagen ja, dass irgendwie alles abgenickt wird, was erst den Fraktionsführungen kommt oder was eben vorgegeben wird oder was eben aus den Ausschüssen, in denen entsprechend verhandelt wurde, kommt, dass im Prinzip diese Haltung dann von der gesamten Fraktion abgestimmt wird. Und da ist es also nicht notwendig, dass alle anwesend sind, weil die verlassen sich auf die Leute, die in den Ausschüssen gesessen haben, zu den Themenbereichen, die dann gerade abgestimmt wird. Und dann ist es halt eben so, dass man sich mehr oder weniger darauf geeinigt hat, man fragt nicht nach der Beschlussfähigkeit des Hauses und hat dann im Prinzip den Vorteil, dass nicht jeder Hansel anwesend sein muss und arbeitet das dann ab, wie es aus den Ausschüssen mehr oder weniger gekommen ist. Ja, also es ist halt so ein Effizienzding. Als Begründung steht jetzt hier zum Beispiel, aufgrund der Geschäftsordnung des Bundestages war keine Überprüfung der Beschlussfähigkeit möglich, da dafür 5% der Gesamtanzahl der Abgeordneten für diese Überprüfung stimmen müssen. Oh. Und so viele waren gar nicht da. 5% der Abgeordneten oder 5% der anwesenden Abgeordneten? Nee, der Gesamtzahl der Abgeordneten. Okay. Und es geht halt darum, dass dieses Quorum nicht mehr relativ zur Gesamtzahl der Sitze steht, sondern zur Anzahl der anwesenden Parlamentarier. Wunderbar. Dann Das ist die Änderung, die da
gefordert wird und die ist natürlich sinnvoll. Sinnvoll. Ja. 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 Also gut, im Bundestag können wir jetzt mit unserem Wahlprogramm nicht machen, aber nicht so machen, das soll aber, ja auch auf Landtag ja. Und ja, deswegen und ist andere Parlamente, genau. Da passt es dann schon. Okay, ja. Faktenbasierte Gesetzgebung. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut fürs Grundsatzprogramm. Ja. Also zielt da sicherlich auch auf, also ich glaube, das Gesetz zielt jetzt, wenn ich auf den Antragsteller gucke, auch so ein bisschen auf die Amoklaufgesetzgebung ab, bezüglich Waffen und so ein Kram. Sage ich jetzt einfach mal. Und ja, nee, aber unabhängig davon, klar, natürlich, auf jeden Fall. Also, ja. Das sollte eigentlich Konsens sein, würde ich mal sagen. Und ich eigentlich, denke, jede ja. Partei wird von sich behaupten, dass sie selbstverständlich nur so handelt. Und ja. Rinn ins Grundsatzprogramm, das ist so ein typischer Grundsatzprogramm, klar. Kann man machen. So. Abschaffung des Anwaltszwangs und allgemeine Anwaltszulassung zum Bundesgerichtshof, GP 016. Also bei der allgemeinen Zulassung aller Anwälte sozusagen zum Bundesgerichtshof, da kann man ja mit mir noch diskutieren, da könnte ich noch sagen, okay. Aber die Abschaffung des Anwaltszwangs halte ich für selbst aus Sicht des betroffenen Klägers oder Beklagten, wer auch immer man dann ist, der auf seinen Anwalt verzichten möchte, das halte ich für absoluten Unfug und absoluten Quatsch. Klar ist, dass ein Anwalt teuer ist und dass dadurch natürlich auch dass das natürlich auch viele davon abhält, ihr Recht wahrzunehmen. Und das sollte nicht sein, gar keine Frage. Da muss man aber eher was dann daran regeln, wie die Menschen wie die Menschen eben ihren Rechtsbeistand möglicherweise gestellt bekommen. Und da muss man auf jeden Fall was tun, aber ich bin ja jetzt selbst im Status kurz vorm ersten Staatsexamen. Da habe ich natürlich noch relativ wenig mit Prozessrecht zu tun, außer vielleicht im Verwaltungsprozess. Aber ich glaube, die ganzen Formalien der ZPO und STPO und das kann kein Laie leisten, zu wissen, wann welche Anträge zu stellen sind, das kann kein Laie. Das ist für welche Fristen möglicherweise wo zu bedenken sind, das kann kein Laie leisten und im Zweifelsfall läuft es darauf hinaus, dass man seine Rechtsstellung verliert, einbüßt und dass man da en masse Fehler macht. Und deswegen, also das kann auch keiner wollen. Also keiner kann wirklich wollen, wenn er sein Recht vernünftig durchgesetzt haben will, ohne einen Anwalt dazustehen vor den Gerichten. Es gibt ja zumindest im Amtsgericht keinen Anwaltszwang, da ist es durchaus möglich. Aber zumindest da, wo Anwaltszwang besteht, es ist verdammt sinnvoll. Und ich glaube, auch die Richter würden sich etliche Facepalmierungen ersparen, wenn wir bei dem Anwaltszwang bleiben. Zwang hört sich da böse an, aber das ist es ist auch für die Beteiligten besser. Also ich kann mir eigentlich nichts vorstellen, wo ein Beteiligter besser fährt, wenn er keinen Anwalt hat. Außer eben diese Kostengeschichte, aber da das ist ein ganz anderes Thema und das müsste man auf einem ganz anderen Wege lösen. Prozesskostenhilfe und solche Geschichten, wo ja auch solche Sachen drin sind, wie wenn man Darlegungspflichten hat, irgendwelche Gutachter oder sowas, die man vorstrecken muss, die man bezahlen muss und all solche Dinge. Da kann man drüber diskutieren, da muss was gemacht werden, gar keine Frage. Aber Abschaffung des Anwaltszwangs, nee, das halte ich nicht für sinnvoll. Okay. Und wie ist es mit der GP 017? Ich wollte gerade sagen, jetzt müsstest du eigentlich kommen. Abänderung des Prozederes der Richterklage? Du müsstest eigentlich bei beiden Anträgen jetzt schon gesagt haben. Ja, Nicht ins Grundsatzprogramm. Ja, bei der Richteranklage, da kann ich sachlich jetzt nicht so viel zu sagen. Da beschränke ich mich einfach auch darauf. Das gehört auch nicht ins Grundsatzprogramm. Okay. Und wie der vorherige natürlich auch. Aber da kann ich inhaltlich auch nichts zu sagen, groß jetzt. Das wäre dann auch Laiengefasel, das würde ich dann ja nicht machen. Danach haben wir die WP 052, die Prüfung der sogenannten Rasselisten. Ja,
finde ich sinnvoller als die pauschale Abschaffung. Ich denke mal, das ist auch im Sinne der faktenbasierten Gesetzgebung, das nochmal zu prüfen, ob das alles so in Ordnung ist. Ja, auf jeden Fall. WP 053, gegen Gewinnorientierung im Gesundheitswesen. Ja. Ha, gut, das Gesundheitswesen soll halt die öffentliche Versorgung sicherstellen und immer weiter privatisieren und so. Das. Aber der Markt macht das doch viel effizienter. Menno. Ja. Ja. Kann man zustimmen. Kontrolle der Krankenhausleistungen durch Patienten. WP 054. Ich bin ja privat versichert, deswegen kriege ich eh schon jede Abrechnung. Und ich finde es. Und hier der Antrag fordert ja eine vierteljährliche Abrechnung für die Kassenpatienten, damit sie zum einen sehen, was die Leistungen kosten und was die Krankenkasse die Leistungen kostet und eben auch zum anderen eine Überprüfungsmöglichkeit haben zu sehen, ist denn das tatsächlich irgendwie so auch alles so gewesen. Und ich finde, das ist jedem echt nur zu empfehlen. Also ich finde eigentlich sogar, dass jede Rechnung oder jede Abrechnung von einem Arzt auch in Kopie an den Patienten gehen sollte, um da mal halt eben so ein bisschen nicht das Gefühl dafür zu kriegen, das hört sich so böse an, sondern um so ein bisschen, naja, einfach um zu sehen, was denn alles irgendwie so abgerechnet wird und was das so alles kostet. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendeine Rechnung hatte, wo nicht irgendwie so tolle Posten drauf waren wie Beratung, auch telefonisch. Ob ich vorher angerufen habe oder nicht oder sonst irgendwas, das ist dann irgendwie so ein Allgemeinposten. Keine Frage, vielleicht ist das auch das Begrüßen durch die Schwester oder sonst irgendwas schon, oder aber telefonisch war eben nie vorher oder keine Ahnung. Also es ist immer sehr merkwürdig, was da so abgerechnet wird. Es wird einem so ein bisschen vorgeführt, wie abstrus das teilweise da ist. Und also ich lese meine Rechnungen eigentlich immer mit, so viele habe ich nicht, ich gehe selten zu Ärzten, aber die ich kriege, lese ich immer mit sehr großem Interesse. Also deswegen, ja, den Antrag finde ich auch ganz gut. WP 055, Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung. Also auch in den schulischen Lehrplänen das aufzunehmen. Ja. Ja. Was heißt das eigentlich? Was heißt das? Aber, naja, es gibt zum Beispiel Gerüchte, dass der regelmäßige Konsum von Fast Food der Gesundheit abträglich sein könnte. Soll ich sowas zum Beispiel? Dass der übermäßige Genuss von Fleisch auch der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sein soll. Zucker, was es auch noch für Suchtstoffe gibt. Zucker zum Beispiel Diabetes Typ 2. Dass ein bisschen Bewegung auch ganz sinnvoll sein kann. Ich meine, wir haben dieses Adipositas-Problem. Also, spricht für mich erstmal nichts gegen, klar. Ja, denke ich auch. Ist auch so allgemein, ja. So. Letzter Antrag. Last but not least. Gegen die Kassenärztliche Vereinigung und Pflichtmitgliedschaften. WP 056. Da ist auch schon was zu gesagt. Tja, ich weiß es nicht. Also, mein Problem ist damit, die Kassenärztliche Vereinigung ist. Jetzt bin ich Laie, deswegen auch ganz vorsichtig, aber ich glaube, ist es nicht so, dass die ganzen Leistungen, was abgerechnet wird durch Krankenkassen und so weiter, dass das durch die Kassenärztliche Vereinigung mit den Ärzten und wem noch ausgekungelt wird? Und ich weiß nicht, ob man die jetzt so einfach abschaffen kann, was dann, ob das nicht irgendwelche Probleme nach sich ziehen würde, wie dann eben der ganz andere Fu geregelt wird, also was abrechenbar ist und was nicht, und ich weiß nicht, also da wäre ich mal gespannt, was da gesagt wird. Da hört sich für mich irgendwie so an wie, das soll weg, das finde ich doof, und das mag auch viele Gründe dafür geben, warum das so ist, und gibt da ja so, ich glaube, Ärzte dürfen ja dann auch nur Kassenpatienten annehmen, wenn sie da irgendwie zugelassen sind entsprechend. Das ist auch problematisch, das hatten wir damals in einem kleinen Ort, wo eine neue Ärztin sich ansiedeln wollte, ländliches Gebiet eigentlich, die auch die Zulassung kriegen wollte
von der Kassenärztlichen Vereinigung, um da eben ihre Praxis aufmachen zu können. Und da hat sich der andere Arzt, der noch in dieser Gemeinde tätig war, wohl ganz vehement gegen gewehrt. Und hat das wohl irgendwie, so wurde es zumindest im Dorftratsch gemacht, hat sich da eben durchgesetzt und die andere hat eben nicht die Zulassung bekommen und damit hat er da so seine Monopolstellung weiter innehaben können. Ich lese hier gerade, dass der Antragsteller den Antrag zurückgezogen hat. Na toll. Jetzt versuche ich hier irgendwie krumm zu biegen, um irgendwas Sinnvolles rauszukriegen aus der Birne. Diesen Antrag habe ich zurückgezogen, Ausrufezeichen. Ha. Na toll. Ich meine, in Fett gedruckt unter beantragte Änderung. Ja. Na, fett gedruckt, das lese ich nicht. Wenn mich jemand anschreit, das lese ich nicht. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, weil es genau die gleiche Fettschrift hat wie beantragte Änderung. Und ich habe erst darunter angefangen zu lesen. Tja, gut. Ja, so ist das. Naja, aber... Dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Es gibt noch ein paar sonstige Anträge. Ja. Ja, machen wir wieder nicht, würde ich sagen. Nö, die machen wir wieder nicht. Ein bisschen Überraschung muss ja auch sein. Genau. Gut, dann versuchen wir das Ganze jetzt schnellstmöglich in die Dropbox zu knallen und zu publizieren. Ja. Und ihr betreut uns, wenn ihr es gehört habt, und kommentiert fleißig. Wir sind jetzt auch müde. Genau. Wird schon wieder hell draußen? Nein. Es wird hell, wenn ihr den hören könnt. Ich muss in ein paar Stunden arbeiten. Ja. Da gähnt er nur. Gut. Ja, dann ziehen wir es auch nicht weiter in die Länge und ja, hoffen, dass euch das ein bisschen gefallen hat. Es war wieder mal sehr knapp, so wie immer. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das bringt mal wieder ein bisschen was. Für diejenigen, die noch nicht alle Anträge gelesen haben, vielleicht einen kleinen kurzen Überblick. Ja, ansonsten sehen wir uns dann im Parteitag Eberswalde.